Wie ist es? Wie ist es? Sind wir bereit, noch ein Shiny heute zu bekommen? Nachdem heute alle ein Shiny bekommen haben, will ich noch eins holen. Kann ja nicht so schwer sein. Gebt mir alle eure Shinies. Spiele? Nope. Hallo JP. Hallo MJ Equaltocioles. MJ, hallo, hallo, hallo. Was geht? Ich bin todmüde, weil ich heute so früh aufgestanden bin, um zum TÜV zu gehen. Aber, oh mein Gott, mit Flying Colors bestanden. Warum sagt man eigentlich Flying Colors auf Englisch? Weil vielleicht nach Tests damals Flugzeuge mit Farben durch die Luft geflogen sind zur Zelebration. Die Zelebration, die typische, wer kennt sie nicht? Zelebrierung. Zelebran. Folie. Zellophan. Ich sage einfach nichts. Bin mit Geratina schon wieder eins voraus. Hallo Lurky. Hallo Pixelkira, hallo Mariko. Wie lange wirst du hunten? Was ist das für eine ultra dumme Frage? Du fragst einen professionellen Shiny Hunter, wie lange du ein Shiny hunten wirst? Was ist, bis es da ist? Was glaubst du, dass ich bei 5000 und 7 aufhöre, weil ich will nicht mehr warten. Wenn es 50.000 dauert, dann dauert es 50.000. Wenn es 100.000 dauert, dann dauert es 100.000. Was ist denn das für eine Frage? Wie Spirit kaputt? Das kann man auch normal sagen. Geht ja gleich gut los. Ich maul euch heute nur an. Weil die Leute zu dumm sind, um Meluetta sich zu holen. Hallo Olopoto. Wahrscheinlich wegen dieser Nacht. Nein. Ich wollte halt gar nicht online gehen. Ich hätte offline bleiben sollen. Hallo Verox, hallo Philipp. @haah. Ich weiß nicht, was da immer nicht funktioniert, aber ich drücke immer auf den Knopf und dann sollten alle Spirits wieder gehen, aber es geht nicht. Und wer ist schuld dran? Du. Komme gerade aus dem Meluetta-Video. Hast du es wenigstens verstanden oder ist es auch für alle zu kompliziert? Aber es geht schon, wenn ich meine Pokémon aus Gen 6 übertrage, oder? Hallo Marco. War easy zu verstehen. Was versteht man da nicht? Ich weiß es nicht. Auf dem Discord sind... Es wird verkündet, dass Meluetta vergeben wird. Und die erste Frage ist,
Wie geht es? Es steht da, schwarz auf weiß. Einfacher geht's nicht. Video war doch selbsterklärend. Eben. Ich mache ja das Video nur, damit die Leute es klicken. Das braucht ja eigentlich niemand. Aber, beziehungsweise doch, dadurch habe ich ja gemerkt, okay, anscheinend müssen Leute erklärt bekommen, was der Unterschied ist zwischen einem Paldea-Pikachu und einem Kanto-Pikachu. Aber in Gen 3 gab es doch noch keinen Hydrapfel. Aber das ist echt big, die Verteilung. Supergeil. Ich finde fast schade, dass ich das jetzt schon alles hatte und einfach nur auf den Knopf drücken musste. Aber das ist eine schöne Art. Vor allem interessant, dass das niemand vorhergesehen hat. Es ist aber ein bisschen komisch, es gibt nicht wirklich einen Grund, ne? Normalerweise ist ja sowas wie ein Anime oder irgendwas. Also wie denkt da Game Freak? Ich würde da so gern, haben sich gedacht, hey Leute, sorry für den Leak. Wir schenken euch jetzt Meloetta, um abzulenken. Sondern Ablenkungsmanöver. Um von Tornopto abzulenken. Also hast du kein Living Dex mehr, du hast doch überall Schillerpin. Wo sind die Monster denn hin? Schau, du verstehst es zum Beispiel nicht anscheinend, wie das mit Meloetta funktioniert. Du hast auch kein Living Dex. Du kannst mir nicht erzählen, dass du ein Kapu Living Dex, also es gibt Leute, die das haben, aber ich glaube, du zählst nicht dazu. Du kannst mir nicht erzählen, dass du ein Kapu Living Dex in Kapu liegen hast zu jeder Zeit. Ich habe in jedem Spiel ein Living Dex. Du hast ein Pichu, Pikachu und Raichu in Kapu in diesem Moment liegen. Während du auch in Home auch all die Pokémon liegen hast. Ja, dann bist du einer von den Verrückten. Warum sollte ich das haben? Warum sollte ich das haben? Also ich mal, nicht mal annähernd. Ja, eben. Hallo Angel. Ich bin gerade dabei, RNG-Manipulation bei Smaragd zu machen. Crazy, was da möglich ist. Ja. Vor allem da ist es ja super einfach, wenn du einfach deine SID weißt. Vor kurzem ist in Kapu einiges freigelassen. Hallo Uwe, hallo Pilgrim. Was mit dem einen Kanto-Pikachu, welches in Paldea mit einem anderen Kanto-Pikachu ein Ei macht? Was schlüpft dann aus dem Ei? Ein Kaldea, oder was? Dann schlüpft aus dem Ei ein Paldea-Pokémon. Man kann die App ja jetzt gleichzeitig mit der Switch offen haben. Das behaupte ich, ist ein Gerücht, denn ich habe das vorhin alles gemacht und nein. Beide Apps sagen immer noch, wir schließen die andere. Weil es wäre sehr unlogisch, wenn das gehen würde, weil dann könntest du beides gleichzeitig beeinflussen und das kannst du nicht. Du kannst nicht mit dem gleichen Account auf den Server zugreifen und Sachen verändern. Dann würdest du ja live sehen würden, dass sich Sachen verändern. Das geht nicht. Ich bin vorhin erst wieder rausgeflogen, ganz normal wie immer. Habe ich gerade selber gemacht. Ich kann es jetzt nicht testen, wobei ich kann es testen, weil ich dauernd das Spiel neu starte. Dann testen wir das mal für den Jacques. Ich gehe schon mal hier in diese wunderschöne App rein. Ich habe seit Let's Go einen kompletten Living, der auf den Spielen liegt. Also fangt ihr alles doppelt? Fangt ihr für Pokémon Home einen Living Dex und fangt dann nochmal alles für Karmesin und Purpur? Ups, jetzt bin ich schon wieder ins Spiel. Warte, ich gehe gleich rein. Ich habe den Pokédex von Paldea offen gehabt und bin dann in die Switch reingegangen. Ja, und hast du mal dann auf deinem Handy im Pokédex was gedrückt? Moment, wer ist das nochmal? JJ war Metagross. Wo bist du? Wer war das nochmal mit dem Meloetta Sound, ich sehe dich nicht. Kühner, du warst es. Das ist ja der perfekte Sound gerade.
Bei Giratina über 5k ist fies. Warum? Da fehlen noch 3k, dass es fies ist. Falls ich nochmal einen neuen Spielstand mache, brauche ich den Living Dex. Pilgrim, vielen Dank für 9 Monate. Hallo Redface. Ich habe Meluetta auch mit einem Klick sofort abgeholt. Ich muss mir mindestens die Hälfte noch meinen Kapu fangen. All die Leute, die sich nicht ein schönes 100% Home gemacht haben von Anfang an. Kannst du trotzdem kann man mittlerweile eins erwarten? Nein, du kannst erst ein Shiny erwarten, wenn du über den Shiny Odds bist. Warum sollte ich ein Shiny erwarten, wenn ich noch nicht mal bei den Shiny Odds bin? So machst du die Shiny-Hand nur schlecht, so hast du direkt keinen Bock, wenn du jetzt schon erwartest, dass ein Shiny kommt. Warum sollte es denn jetzt schon kommen? Ich versuche die Zahl auf 8000 zu kriegen und dann erwarte ich. Bis auf Karmesin habe ich auf Evoli, Pikachu, Schwertschild, BDSP, PLA und in Popo einen kompletten Living Dex. Und die liegen in dem Spiel. Und was hast du in Pokémon Home? Nix. Ist dann dein Pokémon Home leer oder hast du nochmal alles gefangen nur für Pokémon Home? Starte jetzt nochmal jedes Spiel, will alle In-Game-Trade-Pokémon auf Home bekommen. Habe ich da welche vergessen? Weil ich habe das, glaube ich, ja immer gemacht, ne? Wobei nicht immer. Ich habe in Kanto bestimmt welche ausgelassen, die... Ich habe nur die gemacht, die eine coole OT haben. Also die eine OT haben dann. In Home habe ich den Living Dex, den Origin Dex und den Shiny Dex. Okay, übertreibt halt einfach. Ist halt nicht mehr cool, so wie ihr übertreibt. Die liegen in den Spielen. Mutig, mutig. Was, wenn dein Spiel kaputt geht? Also ich habe nicht das Bedürfnis, in jedem Spiel einen Living Dex zu haben, weil für mich gibt es nur einen Living Dex und das ist der internationale Living Dex. Und deswegen existiert ja Home. Ich benutze die Spiele bloß, um diesen Living Dex zu erweitern. Living Form Dex. Warum sollte ich im Spiel selber nochmal alles haben, nochmal einzeln? Wenn das für einen Schillerpin, weil du das sagst, warum hast du das nicht wegen Schillerpin? Wenn das für den Schillerpin null Rolle spielt. Null. Das spielt jetzt nur eine Rolle bei Meluetta. Hätte ich in Kapu einen perfekten Living Dex liegen jederzeit, könnte ich mir sofort Meluetta holen. Ansonsten hat es bisher null, also ich habe keinen Vorteil, außer natürlich, dass es einem Spaß macht, davon einen Living Dex im Spiel selber zu haben. Weil für einen Schillerpin brauchst du nicht die Pokémon aus dem Spiel. In BDSP packe ich einfach Gen 1 bis 4 mit ein paar Klicks rüber, boom, Schillerpin. Und ich brauche nicht die BDSP-Mons für den Schillerpin. Aber für Meluetta brauchst du halt jedes Pokémon aus Paldea, damit der Home-Paldea-Dex abgehakt ist. Und den habe ich natürlich nicht, weil das Pikachu, weil ich kein, ich habe kein Pikachu aus Paldea. Warum? Pikachu hat nichts mit Paldea zu tun. Ich habe gar kein Bedürfnis, ein Paldea. Also irgendwo habe ich vielleicht ein Pikachu Paldea rumliegen. Aber wahrscheinlich ist es ein Raichu. Living, Origin und Shiny Dex verbraucht doch auch viel zu viel Platz. Nö, du hast 6000 Pokémon. Plätze frei. Und ein Shiny Dex allein, wenn du alle hast, ist, wo steht's, 1378, warum ist das nicht? Ah ja, 1378.
1378 mal 3 ist lang nicht 6000. Du hast so viel Platz noch, wenn du 3 volle Pokédexe hast. Du machst nur zum Beispiel dein Home voll, wenn du sagst, ich möchte jedes Pokémon in jeder Sprache fangen. Dann wird's eng, weil es gibt, glaube ich, inzwischen 10 verschiedene Sprachen Pokémon. Und das, dann sind wir bei 10.000 und es passt nicht in eine Homebox rein. Aber du kannst locker 3, 4, vielleicht sogar 5 komplette Living Dexes in Home haben. Mehr als die Hälfte ist doch schon weg. Und für was brauchst du die andere Hälfte? Was hast du noch für Pokémon in Home? Außer einen perfekten Living Dex, noch ein Living Dex, ein Shiny Living Dex, noch ein Living Dex und noch ein Living Dex. Ich meine, was brauchst du mehr? Nichts, was sonst so drin ist, wie Geschenke, mystische, vielleicht eine Box von irgendwelchen Pokémon, die man mag. Also, mit was füllst du noch deine Box? Das 3000. Was sind die anderen 3000 Pokémon? Die Leute, das ist ein schönes Shiny. Ja. Es macht aber zur Abwechslung mal Sinn, ein Living Dex zu haben. Ich meine, genau genommen, und das ist das Nächste, ein Living Dex in Paldea parat zu haben, ist angenehm. Aber um in Home diese Krone zu bekommen, neben dem Pokédex, brauchst du keinen Living Dex. Das ist nämlich kein Living Dex. Ich habe das im Video auch nur gesagt, weil das es am besten beschreibt. Du brauchst halt jedes Pokémon einmal, überträgst es auf Home und zack, ist alles abgehakt. In Wirklichkeit ist es wie jeder normale Pokédex. Nur du musst es halt erst in Home registrieren. Du kannst einen Pichu fangen, registrieren, kannst du Pikachu machen, registrieren, kannst du Raichu machen, registrieren. Am Ende hast du ein Raichu und nicht 3 Pokémon. Es geht nur schneller, wenn du das schon hast. Aber ich würde niemandem empfehlen, wenn man jetzt schnell Meluetta will, würde ich niemandem empfehlen, 3 Pichus zu fangen, weil es dauert wahrscheinlich länger, als die Lücken zu füllen. Und einfach dann, wenn noch welche Lücken fehlen, einfach schnell das zu entwickeln und nochmal reinzutun. Wenn man kein Living Dex will, wenn man den nicht braucht. Weil du brauchst ihn genau genommen nicht. Gibt schon ein Datum, wie lange das geht? Fastguy! Hallo. Sorry. Ich bin hyped, dass du da bist und gleichzeitig sauer, dass du so eine Frage stellst. Ich dachte, du wärst ein Fan. Brüten geht doch auch. Klar geht auch brüten, aber das dauert noch länger. Ist das der neue Silent Hill Teil? Yep. Unten links sind wir in der Zerrwelt. Tatsächlich. Das 7-Sterne-Pikachu solltest du aus Paldea haben. Das stimmt. Ich muss noch ein bisschen grinden für das Meluetta. Grinde los, grinde los. Nein, du hast unendlich viel Zeit, Fastguy. Das ist ein Feature in Pokémon Home. Das hat nichts mit einem Event zu tun. Es ist noch nicht mal ein Event. Es ist ein Shiny, das einfach du dir verdienst, so wie Original Magiana oder Shiny Zeraora. Du musst eine gewisse Bedingung erfüllen und dann wird dir das gegeben in dem Spiel Pokémon Home. Das wird für immer gehen. Bis Pokémon nicht mehr existiert. Was niemals sein wird, eher geht die Welt unter. Krank sein ist keine Entschuldigung, Fastguy. Also bitte. Und was ist das hier? Ah, weil bei Serebi steht es unter Event Database. Stimmt, ich meine, wo packst du es denn auch anders hin? Aber es ist nicht wirklich ein Event, weil Event... Ich meine, ist das QR-Code Magiana ein Event? Nee, oder? Weil du kannst diesen QR-Code immer anwenden. Ein Event, würde ich sagen, ist, das passiert. Ein Event geht vorbei, oder? Dass es ein Event ist.
Ein Update? Ja, eigentlich ist es ein Update, mit dem Meloetta als Belohnung in die App programmiert ist. Es ist eigentlich einfach eine Belohnung. Es ist ein Geheimgeschenk. Geht es dir eigentlich gesundheitlich schon besser wegen den Impfungen? Ja, das war nur ein Tag. Es war nur eine Impfung. Das ist sowieso, ich bin sehr enttäuscht auf meinen Körper, dass es sowieso so schrecklich war. Ich habe dann danach erstmal 3 Tage nicht geschlafen, um meinen Körper zu bestrafen, dass er eine Doppelimpfung so schlecht verkraftet hat. Ich meine, man muss ja auch strafen, damit der Körper es besser lernt. Dafür will ich das Video jetzt gleich dreimal angehen. Du weißt, ich mach Spaß, Fasky. Danke, dass du gestern so krass bei Silent Hill da warst. Hallo, Hoodie. So wie Bangui auch. Silent Hill 2 hat mich fertig gemacht. Gestern. Es war so brutal, hart, schwer und... Was heißt schwer? Aber so... Oh, es war so anstrengend. Ich musste mich so konzentrieren. Diese Viecher waren so brutal an der Wand. Wenn man daraus ein Video schneiden würde, dann müsste man so Foreshadowing machen. Ich hoffe, dass diese Kreaturen niemals an der Wand klettern werden. 3 Stunden später. Ah! Alle klettern an der Wand. War gruselig. Es war gruselig, aber es war auch so anstrengend, weil einfach überall diese Viecher rumgekrabbelt sind. Und du hattest keine Sekunde ohne einen Alarm, ohne das Krabbelgeräusch, ohne dass ein Viech einfach auf dich runterspringt aus dem Nichts. Es war so krass. Dieses Gefängnis haben sie so brutal gut gemacht. Und ich musste früh ins Bett. Schau es nach auf YouTube. Das ist echt, ich war körperlich fertig danach. Der Boss im Gemälde war nervig. Ich fand ihn auch cool. Er hat sich nur ein bisschen eine Runde zu viel gestreckt, finde ich. Eine Runde weniger hätte er sein können. Gab es gestern einen Stream, den ich verpasst habe? Hast du meine Chain gebrochen schon wieder? Es gibt keine Chain mehr. Ich habe das Feature ausgestellt. Keiner hat mehr Chains. Die Chain-Leaderin Angel hat's erlaubt. Hab den Decks offen, aber wenn ich rausgehe, kommt die Meldung, sie kommen keine 2 Systeme anmelden. Sorry für die falsche Info. Ich habe es die ganze Zeit vergessen. Ich wollte ja das dir auch selber beweisen. Natürlich kannst du in der App beide Apps aufhaben, aber sobald du etwas Neues lädst in der einen App, triggert es natürlich, Moment mal, du bist offen in der anderen App. Aber nur weil du die App offen hast, heißt es ja nicht, dass gerade aktuell was geladen wird. Aber sobald du halt versuchst, etwas zu laden in der App, wie zum Beispiel die Pokémon-Liste von dir, dann sagt er, dann schmeißt er dich raus. Der neue Lurky. Hör auf, Ferox. Ich akzeptiere diesen Running Joke nicht mehr. Es war nie ein Running Joke. Hör bitte auf. Keiner versteht's und zweitens stimmt es noch nicht mal. Darf man hier über Leaks schreiben und über Spekulationen, was nach Meloetta kommt? Du kannst gerne spekulieren, aber du wirst wahrscheinlich bei mir auf eine Wand stoßen, weil ich jede Spekulation von dir einfach niederschmettern werde. Spoiler sollst du jetzt, wenn du irgendwelche Spoiler aus den Leaks gesehen hast, dann halt die Klappe. Der Schillerpin in Legends ZA ist zurück. Alle freuen sich. Außer ich. Gibt es irgendjemanden, der sich nicht darüber freut? Erstens wissen wir nicht, ob es stimmt. Aber ist irgendjemand glücklich darüber? Wäre irgendjemand genauso glücklich darüber, wenn Legends ZA keinen Schiller-Sound hat? Ich wäre glücklicher darüber als... Alle haben sich beschwert. Alle Idioten. Warum gibt es in Karmesin und Purpur keinen Schiller-Sound? Ja, weil es besser ist.
Warum musst du denn mit 10 Dezibel mehr einfach dir gesagt werden, hey, falls du blind bist, hier ist ein Shiny. An alle Leute, sorry, die tatsächlich blind sind, da ist es natürlich sehr hilfreich, aber die nehme ich jetzt mal raus. Mir saut es einfach besser, aber ich weiß, dass du keinen Geschmack hast. Ich frage ja die anderen Leute, die Geschmack haben. Schau, Marco hat Geschmack, Marco braucht ihn auch nicht. Der andere Sound triggert mich immer noch. Schau, Trunks hat auch Geschmack. Was braucht man alles für Equipment, um einen Origin Dex zu machen? Schau dir meine Origin Dex Videos an. Dann siehst du all das Equipment, das du brauchst. Und das ist alles. Alles, was Pokémon jemals hergestellt hat, brauchst du. Aber brauche ich wirklich Feuerrot? Ja. Aber Blattgrün kann ich ja dann? Nein, du brauchst auch Blattgrün. Aber brauche ich wirklich Kolosseum? Ja. Aber was ist mit Pokémon Channel? Das ist so ein... Ja, du brauchst es. Brauche ich einen Link? Ja. Aber der Gameboy-Player muss nicht doch. Alles. Ohne Sound schon besser. Ich meine, es war lustig. Legends Arceus mit Sounds war cool. Ich war super glücklich dann, dass sie es in Karmesin und Purpur nicht gemacht haben, weil es wäre so sinnlos und so übertrieben, als ob's, ist es den Leuten zu schwer gewesen, in Karmesin und Purpur und Shiny zu finden? Ach, für Sweeps wäre es schon angenehm. Mai, mach halt die Augen auf. Was ist ein Shiny-Hunten? Es ist nicht Geräusch-Hunten, es ist Shiny-Hunten. Shinies sehen anders aus, nicht hören anders aus. Shinies, die anders aushören. Aber es ist klar, dass sie, also, was heißt, ich würde es jetzt auch erwarten, dass es in ZA zurückkommt, weil es ist eine Art von Spielgenre, eine Art von Franchise. Es hat den Leuten gefallen, warum nicht in dem Spiel wiederbringen, natürlich. Aber du brauchst es nicht. Ich hätte, glaube ich, mehr Spaß am Shiny Hunten, wenn es nicht Bring machen würde. Warum? Weil ich dann tatsächlich auf den Bildschirm schauen müsste, was echt cool wäre. Der Shiny Sound ist satisfying, dann mach ihn als Klingelton und als Wecker. Erinnert sich eigentlich was, wenn ich Deoxys in Gen 4 forme, weil dafür brauche ich doch Feuerrot und Blattgrün? Genau, deswegen hatte ich Feuerrot und Blattgrün, beziehungsweise du brauchst eins von denen auf jeden Fall für Incognito. Wenn du Incognito aus dem Spiel haben willst, wo es als erstes mal vorkam. Wenn du die Form einfach in Gen 4 ändern willst, dann kannst du das auch einfach in Gen 4 ändern. Oder in Oras, oder in Gen 8, oder in Gen 9. Kann man Deoxys in Gen 8 reintun? Auf jeden Fall in BDSP kannst du es reintun. Kann man es in BDSP reintun? Auf jeden Fall in Gen 9 kannst du es reintun. Nintendo Wecker mit Shiny Sound? Ja. Kann man den Nintendo Wecker, dieses komische Ding, eigentlich customizen? Also kann man da eigene Sounds reinpacken? Wahrscheinlich, offiziell wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man die ganzen Sachen nehmen, die da drin sind. Hi, bringt es Schild und Schwert den für den Home? Bringt es Schild und Schwert den Poke für den Home? Was? Du brauchst deine Message nicht zu highlighten? Die schönen Punkte? Hallo Dave. Dave hat, glaube ich, erstmal 3 Purzelbäume gemacht, als er das heute gelesen hat, ne? Aber ich war auch so wie in meinem Tweet. Oh! Welches Shiny Mysteriöse kommt als nächstes? Was glaubst du, wird es Jirachi sein? Nichts kommt als nächstes. Warum sollte was als nächstes kommen? Erklär mir deine Theorie. Warum erwartest du jetzt? Warum machst du dir das Leben schwer, indem du von Pokémon etwas erwartest,
wofür es null Anzeichen gibt. Was hat Meluetta dir für Anzeichen gegeben, dass du sagst, ja, an einem Mittwoch, an einem 16, 16 plus 10 plus 24 ergibt irgendeine krasse Zahl und die Zahl ist ein Anagramm von dem Periphergramm und dadurch ergibt sich im richtigen Mondwinkel nix. Die haben es einfach veröffentlicht. Weil es bei Home steht, da steht, es wird mit Paldea angefangen. Meluetta ist nicht aus Paldea. Was? Okay, was steht in Home? Ich lese vor. Schlagzeilen. Keine Schlagzeile. Wo ist das hier oben? Neuigkeiten. Für die Vervollständigung gewisser Pokédexe kannst du in Mobilgerätversion von Pokémon ab jetzt besondere Pokémon als Geheimgeschenke erhalten. Für das erste Geschenk musst du die Pokédexe von Pokémon Kamisin und Pokémon Purpur vervollständigen, wenn du den Paldea Pokédex, den Kitakami Pokédex. Geheimgeschenke sind nur in der Mobilgerätversion. Ich glaube, das nächste Pokémon, das wir bekommen, in einem Pokédex-Vervollständigungsquest, wird ein Shiny Bidisa sein. Wir kriegen auch ein Shiny Pilippa übrigens. Wer sich darüber freut. Purzelbaum ist schwierig, ach ja. Du hast vollkommen recht. Sie haben geschrieben, dass weitere Geschenke kommen. Aber es ist trotzdem eine hochgestochene Annahme, dass es wieder ein Shiny Mysteriöses ist, was es noch nicht gibt. Es könnte auch einfach ein Shiny Zamazenta sein. Was auch cool wäre, aber nicht so krass wie Meluetta. Es könnte Shiny Victini sein. Aber wenn es darum geht, was ich gerne hätte, wäre es Shiny Victini. Und dann Shiny Diancy. Was ich nicht will, ist Shiny Jirachi und Shiny Manaphy. Dann bin ich sehr, sehr böse. Shiny Darkuma, ne? Shiny Koraidon, Miraidon. Ja, aber es ist schon wieder in diesem Bereich, wo, wenn euch das Spaß macht, dann überlegt da und grübelt und habt Spaß, aber seid nicht sauer auf Pokémon, wenn es dann nicht ist, weil sie haben nichts versprochen. Warum sollten sie Shiny Victini rausbringen? Aber ja, vielleicht. Wenn die Shiny Manaphy machen, kotze ich. Du brauchst nicht kotzen, du hast es schon. Ich kotze dann. Weil dann haben sie mir eine der krassesten Hands weggenommen. Es ist dann echt schwierig für mich, die trotzdem zu machen. Die Motivation zu finden, dafür dann. Du kannst halt auch kein Muster finden, weil das ist jetzt ein Gen 5 Mon im Gen 9 Pokédex. Aber Meluetta hatte einen besonderen Part in Gen 9. Also was für ein Pokémon hatte einen besonderen Part in Schwert und Schild? Ich finde es eine coole Methode, um die zu... Keldeo war ein Schwert und Schild, korrekt. Keldeo war ein Schwert und Schild, ja. Und in BDSP gibt es kein Shiny Lock. In Let's Go gibt es genau genommen auch kein Shiny Lock. Mopex. Warum Mopex? Hallo Ace. Keldeo ist echt, Keldeo finde ich, es klingt am logischsten. Meluetta hat einen besonderen Teil in Gen 9, Keldeo hat einen besonderen Teil in Gen 8. Ja, Keldeo war Shiny Locked. Aber es hatte trotzdem eine kleine Story, wo du halt was kochen musstest und es ist erschienen und so. Let's Go, dann Mew gab es hier nur mit dem Ball. Aber Shiny Mew wäre so langweilig. Es gab schon so viele Shiny Mew-Verteilungen. Aber ja, das würde passen.
Victini war doch auch im Code von Schwert und Schild. Victini ist in Schwert und Schild drin, ja. Ich habe eine Frage an dich. Bin sehr gespannt. Shiny Mew doch nur in Go, oder? Nö, Shiny Mew gab's schon oft. In Gen 3. Gen 3, konntest du sonst nirgendwo fangen? Also wurden doch welche verteilt. Wurden keine verteilt? Shiny Mew wäre langweilig. Und Gen 1, aber Gen 1 ist ja nicht offiziell ein Shiny Mew. Das machen wir uns ja bloß. Oft einmal. Das japanische Smaragd. Ja. Reicht dir das nicht? Das öfter als Victini, Daku, Dakuma, Dianzi und Genesect zusammen. Wobei, das wäre dann 2. Ohne Genesect und Dianzi. Wie kommst du an die ganzen Infos, was und wo wann verteilt wird? Das ist deine Frage. Internet. Ich bin kein Journalist. Ich gehe auf Seiten, wo Journalisten diese Infos zusammenstellen. Du gehst einfach einmal am Tag auf Serebii. Auf die Startseite von Serebii und dann steht da, was heute in Pokémon veröffentlicht wurde. Und fertig. 24 Stunden später schaust du wieder auf Serebii. Es ist kein Wunder. Und wenn du dann auch noch auf Twitter jedem Volk, der auch nur ansatzweise Pokémon-Content machst, wirst du von so etwas zugeschüttet, wenn auch nur ein Shiny Pelipper verschenkt wird. Dann siehst du auf einmal 10 Posts davon, wie Leute sagen, ja, Pelipper. Victini wurde doch verteilt im japanischen Pokémon Center. Dianzi, ja. Dianzi gibt es eine Shiny-Verteilung. Eine einzige. In Gen 6. Jetzt muss nur noch der Lurky seine Frage stellen und dann sind wir alle glücklich. Meine Frage bei Gen 9, die legendäre Pokémon, ein Nutzer, und zwar während unseres Abenteuers mit begleitet, denkst du, was? Denkst du, die Gen 10 legendären Pokémon haben auch eine wichtige Rolle bzw. Begleiter, oder denkst du, es wird komplett Neues kommen? Was? Bei Gen 9, die legendären Pokémon, einen Nutzen, und zwar während unseres Abenteuers mit begleitet, erst so. Okay, du fragst, in Gen 9 haben wir legendäre Pokémon von Anfang an als Begleiter. Wir reiten auf denen zum Beispiel. Glaubst du, das wird in Gen 10 auch so sein? Ja, denn es war in Legends Arceus nicht so. Das war doch schon mal in dem Spiel so. Es war nicht das erste Mal, dass wir... Ah, ja. Okay, das war das erste Mal, dass wir auf einem legendären Pokémon, dass das quasi unser Reittier ist, ja. Aber das legendäre Pokémon... Also früher war es ja so, dass legendäre Pokémon erst ganz am Ende kommen. Lugia und Ho-Oh musst du noch nicht mal sehen, um das Spiel durchzuspielen. Dann langsam mit Gen 3 war es Teil der Story, dass du am Ende der Story die Legis findest. Und dann auf einmal mit Gen 7 siehst du schon am Anfang Kabutoro. Und dann in Gen 8 siehst du ganz am Anfang direkt, kämpfst du gegen Samazenta und Zacian. Und in Gen 9 reitest du tatsächlich auf einem Legi. Also ja, ich bin mir sehr sicher, dass in Gen 10 die Legis auch integriert sind als Main Story, dass sie immer in der Main Story drin sind. Vielleicht nicht als Reittier, weil wir wissen nicht, wie Gen 10 funktioniert. Es wird bestimmt irgendwas VM-mäßiges geben, aber ob wir wieder auf einem Pokémon reiten, muss nicht sein, keine Ahnung. Welches Spirit war ich? Eins von denen.
Und die... Ich finde es aber logisch, dass sie es machen, weil es wäre vollkommen... Also es macht halt Sinn, es zu tun, ne? Weil es sorgt dafür, dass direkt das, was auf dem Cover ist, die ganze Zeit in der Story ist. Und hat es uns gestört? Nee, oder? Und vor allem das Koraidon, das du dann tatsächlich fängst, war sogar schwer zu fangen. Weil sie es nicht mehr... Weil sie haben es quasi so gemacht, es war ein super Kompromiss. Du hast die ganze Zeit ein Leggy, auf dem du reitest, aber du kannst damit nicht kämpfen. Und dann, wenn du damit kämpfen kannst, hast du das Spiel erst komplett durchgespielt. Aber du willst nicht unbedingt mit dem kämpfen, weil du auf dem reiten willst die ganze Zeit. Also lassen sie dich eins fangen. Aber dann müssen sie es nicht so unglaublich einfach machen wie in Gen 6 und Gen 7, dass das Pokémon einfach im ersten Ball drin bleibt, damit du nicht in der Story frustriert bist, sondern du fängst es zusätzlich nach der Story und kannst es wieder sackenschwer machen. Das ist ein geiler Kompromiss. Du kriegst das Story-Leggy quasi geschenkt, aber das, was du wirklich willst, ist dann wieder sauschwer zu fangen, so wie früher. Deswegen, es ist ein gutes Prinzip, wo sich keiner drüber beschwert hat, oder? Also warum nicht einfach wieder Leggys in die Story fest einbauen? Und man kann es auch tauschen, man ist nicht traurig, wenn man eins weggeben muss. Wobei für Liebhaber wie mich, die Home sehr mögen, ist das keine Option, weil das Reit-Koraidon kannst du nicht auf Home packen. Deswegen musst du so oder so beide Spiele haben, um ein Koraidon und ein Miraidon zu kriegen. Aber logischerweise kann man das Reit-Pokémon nicht wegtun. Rechne doch mit Leuten über 30, die beide Editionen tauschen. Kaufen. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass Legends Saar nicht zwei Editionen haben wird wahrscheinlich. Nee, ist schon... Ich finde trotzdem, und ich glaube auch, dass es ist gut, dass es immer zwei Editionen gibt. Das macht Pokémon aus. Und wir haben solche Ableger wie Legends Arceus, wo sie das aufbrechen und sagen, okay, ihr müsst nicht zwei Editionen haben. Vor allem mit dem Tauschkabel dann und sowas. Es ist gut gemacht. Aber Pokémon ist einfach zwei Editionen und man tauscht miteinander. Und es ist heutzutage noch nicht mal schwierig. Es gibt Listen, wo einfach Codes drin stehen und dann gibst du den Code ein und kriegst das exklusive Pokémon einfach geschickt. Du brauchst halt Online-Modus, was ein bisschen scammy ist, weil du halt Geld dafür zahlen musst. Aber es ist jetzt auch nicht die Welt, mal kurz 6 Euro für einen Monat auszugeben, um sich kurz alles rüber zu tauschen. 7 Euro, 6 Euro. Testphase. Haben die auch bei den anderen Gens schon mit den Kindern bzw. genervten Eltern? Da fehlt das Verb, Redface. Was haben die mit denen gemacht? Haben die auch bei den ersten Gens schon mit den Kindern bzw. genervten Eltern? Was haben die da gemacht? Wo kann man sich eigentlich seine Home-Geschenke abholen? Schau dir mein neuestes Video an. In der Pokémon Home-App. Die zwei Editionen. Aber was ist mit den zwei Editionen? Das hat die Eltern schon genervt? Ja. Freak out. Ich will eure Spirits nicht anschauen, das ist so eine Arbeit. Warum haben das so viele gemacht? Sehen wir dich auch mal VGC spielen? Niemals. Und ich fühle mich persönlich angegriffen, dass du das vorschlägst. Niemals lasse ich mich herab und spiele VGC. Es braucht viel zu viel Skill. Also. Spirits. Ihr seid alle nicht mehr da.
Es tut mir leid. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich, während ich voll durchfließend durchrede über Sachen, die mich energisch interessieren, dass ich einfach stoppe und 10 Minuten lang Bilder zeige. Lurky! Guck mal, was du so lange jetzt, auf was du so lange warten musstest. Suicune. Olopoto. Azogladis. JP, du bist ein Parasek. Maurice, du bist ein Brimova. Pam Pam für Jacques. Sonfell für Verox. Chestnut, wie heißt das? Chelast, nee, Ding. Das ist, glaube ich, der Teenager, den am wenigsten Leute wissen, wie der heißt. Keine Ahnung. Lady, du bist der da. Der Gen 5, Gen 6? Gen 5, Gen 6? Gen 6. Ein Gen 5? Gen 6. Gen 6 Teenager. Amphira für Taylor. JJ, du bist ein Phyrnontor. Der Farsky, du bist ein Kapalores. Kühner, du bist ein Tanzfruberla. Blitzer für Glasser. Glasser? Plesser, sorry. Dodu, du bist ein Redface. Redface, du bist ein Dodu. Und Philipp, ich erkenne das gar nicht. Was ist das? Ist das ein Katakami? Kitakana. Katakarga. Du weißt schon. Eclipse Forge. Du bist ein... ich kann nicht mehr. Ein Fermikula. Oh, mein Arm. Angel, du bist ein Sandamer. Lightning Kyo, du bist ein Farbigel. Wenn jetzt Lurky in einer Minute wiederkommt und sagt, Leo, was bin ich? Dann werde ich ihm sagen, dass er ein Suicune war. Ganz nett. Ohne Unterton. Einfach nur nett. Ich schwitz. Es war kein einziges Shiny dabei. Sonst irgendwelche Hoodie, war es das? Hast du sonst irgendwelche Spekulationen für die Zukunft? Aber ja, wir können jetzt einfach vehement verbreiten, dass das nächste Pokémon morgen verteilt wird in der Pokémon Home App, Shiny Keldeo. Und dann muss ich mir wirklich 2 Stück holen, weil davon brauche ich 2. Meloetta wollte ich mir eigentlich auch holen. Aber das wurde mir dann zu umständlich. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein seltenes Shiny. Es ist eigentlich, sollte es ein seltenes Shiny sein, aber dadurch, dass jeder sich das einfach jederzeit holen kann, wird dieses Shiny Meloetta einfach niemals selten sein. Ich wollte mich einfach auf diesem Wege für deine Stream-Elements und Streaming-Videos auf YouTube bedanken. Sie sind echt hilfreich und informativ. 5 Jahre später immer noch? Ich würde... dann sollte ich sie runternehmen, oder? Vielleicht sollte ich sie mal runternehmen. Ich würde nicht die Stream Elements Videos 5 Jahre später anschauen. Stream Elements ist komplett anders heutzutage. Ich glaube nicht, dass meine Stream Elements Videos noch ansatzweise aktuell sind. Aber ich benutze kein Stream Elements, ich weiß nicht. Vielleicht sind sie auch noch... Ich glaube, dieser... Overlay Maker ist doch inzwischen bestimmt ganz anders. Aber danke, Bear. Hat eben vom Shiny Pelipper gesprochen.
Das Gen 3 Remake für die Switch. Es wäre so geil, wenn sie einfach wieder bei 3 anfangen. Spätestens mit dem Release von Legends Zar, denkst du, Koraidon und Miraidon werden verteilt? Was ist mit den Unheils-Pokémon? An welchem Datum dürfen wir die empfangen? Ich will die Unheils-Pokémon in Shiny mehr als Koraidon und Miraidon. Die wurden uns natürlich nämlich wirklich geraubt. Wir wurden beraubt, der Shiny-Unheils-Pokémon. Weil guck mal, was wir hier machen können. Wir können Shiny Regidrago hunten. Aber die Unheils-Pokémon Shiny lockt. Leider gar nicht bleiben für die Zukunft Shiny locked. Ah, verdammt. Davor hatte ich Angst. Aber was ist eigentlich dieses Shiny Pilipper? Warum wird das verteilt? Ist das so ein Weltmeister-Ding? Kann sein, oder? Pilipper ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Irgendein Champ? Okay. Okay. Ich war ja heute beim TÜV und habe bestanden. Erstmal Party bei McDonald's danach gefeiert und habe mir ein, weil es so früh war, zu Gottes Stund, habe ich mir McDonald's Frühstück geholt. Es war nur ein Burger und Potato Hash Brown. Frühstück sollte bei Mc's immer zur Verfügung stehen. Ich glaube, es ist so ein Ding, dass die das nicht machen können wegen... Also zum einen ist es auch gut, Sachen rar zu machen, dass es Leute mehr wollen. Ich würde immer Frühstück nehmen. Es ist, aber ich glaube, die können es nicht machen, weil dann es ist zu viel, um in einer Küche alles Platz zu haben oder so. Gönn dir, life is short. Und das zu vollen Odds? Ja, aber 1 zu 4.000 ist ja okay. Das sind ja nicht wirkliche volle Odds. Das sind ja halbe Odds. In Gen 3. Wenn ich in Urlaub fahre, muss ich immer früh was geholt werden bei Mc's. Fährst du so früh in den Urlaub? Ja, habe ich erstmal gefeiert, indem ich mir das und bei Starbucks einen Kaffee geholt habe. Ich mag Starbucks-Kaffee nicht, Mann. Aber ich habe keine anderen Kaffee-Butze gefunden und dann musste ich in Starbucks. Aber es sind so teuer, 6 Euro für einen Kaffee. Und dann schmeckt er auch noch, da ist irgendwas drin, was so seltsam schmeckt bei Starbucks. Was ist das? Wie so Molke oder irgendwas ist da so, schmeckt so, ich kann es nicht beschreiben, es ist ein Starbucks-Geschmack. Aber dir fehlt nur noch ein Reggie? Nö. Ich habe kein Drago, ich habe kein Eliki und ich habe kein Gigas. Dafür habe ich 3 Reggie-Steel. Warum auch immer. Warum eigentlich? Eins habe ich, glaube ich, in Go gefunden. Eins habe ich absichtlich hier gefunden. Und dann habe ich zufällig, als ich Regice gesucht habe, es in BDSP auch gefunden. Aber das mit dem Frühstück bei McDonald's, in Amerika gab es so eine Zeit lang, oder? All Day Breakfast. Das war ein Event. Weil Events sind zeitbedingt. Ich glaube, es ist echt so, dass du es einfach nicht... Die Küche schafft es nicht, so viele verschiedene Gerichte zu haben.
Aber da, also ich habe jetzt hier schon dreimal TÜV gemacht. In diesem Land. Und was ich jedes Mal so schade finde, ich meine, es ist okay. In Deutschland, ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist. Sagt mal, ob das bei euch immer so beim TÜV ist. Aber in Deutschland mochte ich so, dass du mit dem dein Auto durchgehst. Nicht bei allem. Ich meine, er testet so Abgase und sowas und fährt einmal kurz damit und dann wum, wum, wum. Aber dann holt er dich und geht mit dir durch und schaut mit dir unter das Auto und erklärt dir Sachen, die man ändern könnte, aber nicht schlimm sind oder was auch immer. Und da ist es wirklich so, du darfst da nicht mit rein. Da ist ein Fenster. Und in diese riesige Halle ist ein Fenster und du sitzt da einfach wie so im Amt mit 50, 30 anderen Leuten. Und da ist ein riesiges Fenster, wo du siehst, wie einfach gerade 10 Autos angeschaut werden. Und dann siehst du so dein Auto und denkst dir die ganze Zeit, oh mein Gott, warum braucht er so lang? Der hat länger gebraucht bei dem anderen Auto und hier nicht so lang und da, oh mein Gott, mein Auto ist bestimmt kaputt und ich darf es nicht fahren. Ah. Und dann kommt er einfach rein und sagt ja oder nein. Bei mir war noch nicht mal eine Anmerkung. Wobei ich dachte, dass er mindestens sagt, dass. Da sieht man es wieder. Der dumme VW-Service hat gesagt, ich brauche neue Scheibenwischer. Habe ich natürlich gesagt, nein. Die wischen, passt. Ja, aber die wischen nicht perfekt. Ja. Es gibt keine Perfektion. Die haben das nicht angemerkt. Also, alles gut. Aber ich mag das nur in Deutschland, dass die einem damit immer durchgehen. Ich finde es einfach interessant, so unter dem eigenen Auto durchlaufen zu können und so zu gucken und dann da, hier, ja, das sieht gut aus, hier ist ein bisschen, müssen wir aufpassen. Und da einfach, du musst akzeptieren, was sie machen und dann. Ich frage mich, wie das zustande gekommen ist in Deutschland, weil es ist so viel angenehmer, es ist einfach cool. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die es null interessiert, die denken sich nur so, ja, darf ich wieder auf mein Handy gucken. Aber ich fand es immer angenehm, nice. Dir fehlt ja noch Gigas. Wo suchst du es denn? Hier oder in BDSP? Oder suchst du das Level 1 Regigigas in Platin? Also wir schauen da nie bei zu oder es wird gezeigt, wo das Problem ist. Wir bekommen den Zettel in die Hand gedrückt und müssen beim Zahlen. Also ich war sicher, ich weiß nicht, wie oft ich in Deutschland beim TÜV war. Bestimmt 6 Mal, aber bestimmt bei 3 verschiedenen Stellen und die sind immer. Zuerst machen sie ihr Zeug alleine und du guckst von weitem zu. Und dann irgendwann rufen sie dich und dann gehst du mit denen so unter das Auto so und er macht halt, also es dauert nicht länger deswegen, er macht halt sein Ding, aber er macht es mit dir und es ist echt immer interessant. Du machst Level 1 in Platin. Das sind Full Odds. Aber vergiss nicht Trugschlag und das Ding ist Level 1. Glaube beim letzten Mal. Also das verstehe ich nicht, warum du blechen musst, wenn was nicht stimmt. Eigentlich musst du so oder so blechen, weil du zahlst ja für die Untersuchung. Und du musst halt nochmal zahlen, weil die dann nochmal untersuchen müssen. Ich kann gar keinen Termin hier machen, ohne zu zahlen. Ich weiß auch nicht, wie das in Deutschland ist. Was passiert, wenn du den Termin in Deutschland nicht wahrnimmst? Aber hier, wenn du den Termin nicht wahrnimmst, ist dein Geld weg. Weil du zahlst, ich habe jetzt 55 Euro gezahlt. Und dann kriegst du einen Termin. Dann kriegst du, wenn du dort bist, die Quittung für die 55 Euro, die du aber schon gezahlt hast. Und wenn du nicht erscheinst zu dem Termin, sind die 55 Euro weg. Und das machen die einfach, damit die sicher gehen, dass die Leute kommen und es einfach alles getaktet ist und keiner irgendwie nicht kommt. Und wenn, verdienen sie schön gratis ein bisschen was. Was sie eh gekriegt hätten, also ne, es ist ja irgendwie auch verständlich. Und wenn ich dann nicht bestehe, dann ist es nicht nochmal 55 Euro, sondern irgendwie 25 Euro, weil sie halt nochmal gucken müssen, aber nicht so gründlich. Das ist auch vorweg die 25 Euro. Also ich verstehe nicht, warum du zahlst, wenn was an dem Auto nicht stimmt. Du zahlst sowieso. Ich habe mal extra gezahlt, weil der TÜV schon abgelaufen war. Und ich glaube, die Polizei hat ja
Plus, minus ein Monat. Nicht plus, macht keinen Sinn, oder minus. Ich glaube, du hast ja so einen Puffer, wenn es abgelaufen ist, dass du es machen musst. Aber ich habe es gemacht, so, keine Ahnung, 2 Wochen nachdem es abgelaufen war, und dafür musste ich Strafe zahlen beim TÜV dann. Da war ich mir auch nicht ganz sicher, ob das notwendig war. Wir machen keine Termine, wir fahren einfach immer hin. Kommt aber, denke ich, auch drauf an, wo man hingeht. In Köln fährt man einfach zum TÜV ohne Termin? Wie geht das denn? Das ist ja Anarchie. Bei Hoodie. Aber wenn Reifen nicht richtig bremst, dann ist es auch blöd, ne? Wenn du sagst, beim letzten Mal hatten Reifen bei uns nicht richtig gebremst. Ja. Immer Service beim Auto machen. Der Service bei meinem Auto ist auch immer so um den Zeitraum rum, wenn ich TÜV machen muss. Das ist perfekt, weil dann servicen die das Auto und dann kann der TÜV gar nichts sagen, weil du gerade eben erst einen Service gemacht hast, der genau das überprüft auch. Und du bringst das Auto zum TÜV und bist noch nicht mal dabei und holst es später nach der Arbeit wieder ab? Okay, so kenne ich das auch gar nicht. Die machen alle, was sie wollen. Wo ist da das DIN A4-Format? Einheit. Und hier... Das finde ich ein bisschen komisch. Die wollen gar nicht sehen, dass du einen Erste-Hilfe-Kasten hast. Ich weiß nicht, ob das optional ist, ein Erste-Hilfe-Kasten. In Deutschland ist ja nur optional, dass der noch gültig ist. Oder? Ja, weil ich hatte einmal einen abgelaufenen und dann sagen die, sie können hier bei uns einen neuen kaufen, müssen sie aber nicht. Hauptsache, sie haben einen, aber anscheinend muss der darf abgelaufen sein, rein rechtlich gesehen. Oder zumindest für den TÜV. Was ich komisch finde. Auf der anderen Seite, was wird da drin schlecht? Aber hier, vollkommen egal. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass ich da drin saß, so fuck, ich habe jetzt Warndreieck und Weste und so gar nicht bereitgelegt, dass sie das sofort sehen. Das checken die gar nicht. Stand auch nirgends, dass man das bereitlegen muss. Ich denke, ist das nicht ein essentieller Teil, der jedes Auto haben sollte? Vielleicht ist es nur dem TÜV hier egal. Und der Polizei nicht. Verbände sowie Pflaster. Hallo Azrael, ja. Aber wie laufen Pflaster ab? Ich verstehe, wenn Pflaster nach 30 Jahren ablaufen. Aber ja. Aber vielleicht ist es deswegen nicht so schlimm, weil selbst wenn es abläuft, ist es immer noch passabel genug, dass du damit Heilung verrichten kannst. Wir brauchen klare Regeln dafür. Ja, natürlich. Kannst du nicht einfach entweder die einen geben ihr Auto ab und holen es 3 Tage später ab, die anderen gehen mit und gucken, so wie ich, und die anderen sitzen daneben. Nix da. Ich finde es nur vom Vorteil, wenn der Typ dir erklärt, was er da anschaut und was richtig sein muss und was nicht und sowas. Ist doch, wenn du ein Auto hast, glaube ich, musst du ein gewisses Grundwissen an Auto haben. Das hat mich ja auch fasziniert, wenn ich mit Leuten darüber rede. Also hier ist es ja sowieso krass, was die Leute alles nicht wissen müssen, um Führerschein zu machen. Was war das, was Rosa erzählt hat? Ah, Notbremsung. Machen die hier nicht anscheinend. Also es ist alles nur über, was Leute erzählen. Vielleicht ist da jeder Prüfer anders oder jeder Fahrlehrer anders. Und genau das war's. Viele machen
Fahrprüfung im eigenen Auto. Habt ihr das schon mal erlebt? Kennt ihr da Leute? Anscheinend gibt es so viele einfach Fahrlehrer, die keine eigenen Autos haben und die kommen dann einfach vorbei oder du kommst mit dem Auto zu denen und die fahren einfach, die kleben dann oben was drauf und die fahren dann einfach mit deinem Auto rum und du lernst in deinem Auto Auto zu fahren. Was auf dem ersten Ding denkt man sich so, ja nice, weil dann lerne ich direkt mein Auto, mit dem ich auch fahren werde. Zweitens Quatsch, weil du solltest mit jedem Auto fahren können und nicht nur mit deinem. Aber denkt mal einen Schritt weiter. Was war bei euch in einem Fahrauto, in einem Fahrlehrerauto sehr, sehr wichtig? Dass der Fahrlehrer eigene Bremse und sowas hat. Aber das haben die in Amerika auch nicht. Ich stelle mir das so crazy vor, dass die einfach in der ersten Fahrstunde fahren die einfach in den Verkehr raus, noch nie ein Auto benutzt und der Fahrlehrer hat keine Möglichkeit, das Auto anzuhalten. Ich meine, der Fahrlehrer könnte ganz schnell die Handbremse ziehen, aber das ist jetzt auch nicht der Weg, oder? Ich finde es ein bisschen erschreckend. Verband und Pflaster müssen steril sein. Die Sterilität läuft ab. Hedge Goodman, du bist ein Demeteros mit dem dicken Knüppel. Was wollte ich davor sagen? Mit dem Auto. Ah ja. Mein Fahrlehrer. Ich habe meinen Fahrlehrer geliebt, ey. Der war wirklich gut. Immer noch in manchen Situationen denke ich an meinen Fahrlehrer. Weil er so gute Sachen gesagt hat. So Sachen, wo du dir einfach für immer dran denkst, weil sie entweder interessant erzählt sind oder einfach gut in dem Moment gepasst haben. Und wenn du dann in der Situation bist, hörst du ihn so vom Off reden, was er damals vor 15 Jahren dir gesagt hat. Moment, so lange ist es nicht. Oh mein Gott, doch. Ja, zu lang. Und noch nie einen Unfall gehabt. Zum Beispiel ist mein Fahrlehrer tatsächlich, einmal war gemein und ich habe es hingekriegt. Es ist nicht so gemein, aber da sind wir tanken gegangen. Und dann hat er gesagt, so, ich habe jetzt so und so viel eingetankt. Wenn wir jetzt die nächste Stunde oder wenn wir jetzt die nächste halbe Stunde oder 20 Minuten, ich weiß nicht mehr genau welche Rechnung, wenn wir jetzt die nächsten 20 Minuten so schnell fahren und das Auto verbraucht so viel, wie viel Tank hast du dann noch im Ding? Der hat mir dann eine Matheaufgabe gestellt und sowas. Um zu verstehen, wie das Benzin verbraucht wird und wie weit ich damit komme und km/h und der Verbrauch und sowas. Solche Sachen hat er zwischendrin einfach gemacht. Oder einmal sind wir auch einfach ausgestiegen und er hat mir den Motor gezeigt und erklärt. Er hat dann auch gesagt, dass manche Prüfer das gerne machen, dass sie einfach sagen, so, und jetzt gehen wir mal zum Motor und du zeigst mir, wo du das Öl reinfüllen würdest oder wo du das Wasser reintun würdest oder sonst was. Notbremse natürlich, rückwärts einparken, seitlich einparken. Und eine Sache werde ich nie vergessen. Ich fand es so lustig. Und hat für mich auch wieder gezeigt, dass er einfach ein guter Fahrlehrer war. Ich habe gleichzeitig mit einem Kumpel zusammen bei der gleichen Fahrschule gemacht, absichtlich, dass wir immer zusammen halt zu den Theoriestunden gehen können. Hallo Sophie. Und dann, ich glaube, es war sogar in der allerersten Fahrstunde. Hatte ich meine allererste Fahrstunde. Alleine natürlich, nicht mit meinem Kumpel.
Aber ich habe auch Leute kennengelernt bei anderen, vor allem auf dem Dorf, wie die zur Mehrradfahrstunde hatten und dann gewechselt haben zwischendrin. Ich zahle, gib mir meine 45 Minuten, das ist mein Geld. Ich will nicht mit jemand anderem teilen, was? Da kommt der Deutsche in mir raus. Okay, bevor ich das vergesse, muss ich noch was anderes sagen. Mein Fahrlehrer hat mir auch erzählt, dass früher war die Fahrprüfung, wie lange ist eine Fahrprüfung, wie lang ist eine Fahrstunde? Ich glaube, es waren wirklich 45 Minuten. Und er hat dann gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt, weil er hat viel erzählt, einfach nur, ja, weil es lustig ist oder weil es entertaining ist oder sowas. Ich kann es mir kaum vorstellen, das wäre auch irgendwie typisch. Er hat mir dann erzählt, früher waren Fahrstunden, und es war in München, vielleicht ist es nur München, früher waren Fahrstunden nur 20 Minuten lang. Weil in der Zeit der Fahrprüfer locker sehen konnte, ob du es kannst oder nicht. Ne? Fährst mal das, machst das, einmal auf die Autobahn und zurück. Je nachdem, wo du bist vielleicht oder so. Und dann kam ein Typ, der sich beschwert hat, dass er ja trotzdem für 45 Minuten zahlt. Weil das ja wie eine Fahrstunde ist und sowas. Und dann haben sie das geändert, dass jede Fahrprüfung genauso lang sein muss wie eine Fahrstunde oder sowas. Was auch komisch ist, weil ich schätze mal, dass jeder Fahrlehrer das selber machen kann, wie er mag. Oder gibt es da ein System, dass jede Fahrstunde muss so lang sein? Keine Ahnung, aber wenn das so war, dann was für ein Arsch. Hat's für alle kaputt gemacht. Actually, ich habe aber für die volle Zeit gezahlt. Nein, du zahlst dafür, dass ein Prüfer kommt und dir den Wisch gibt. Halt die Klappe. Warum müssen wir jetzt alle dafür leiden und doppelt so lange geprüft werden? Nee, keine Ahnung, ob das stimmt. Du musst deine Prüfung bald machen. Hast du Theorie schon bestanden? Und eben, ich hatte meine allererste Fahrstunde. Ich war schon mal schockiert, dass wir direkt in den Verkehr gefahren sind. Aber das ist ja anscheinend normal. Ich war schockiert. Ich dachte mir, okay, wir fahren jetzt auf dem Parkplatz rum. Nein, raus mit dir auf die Straße. So, oh mein Gott. Ich glaube, so geht's jedem, der noch nie... Ich bin sogar damals als Kind schon so auf dem Schoß von meinem Vater gefahren, aber halt auf Wiesen in Italien irgendwie so. Trotzdem dann das erste Mal richtig selber im Verkehr fahren. Und dann sind wir, keine Ahnung, nach 20 Minuten in eine Seitenstraße rein. Also so gar nicht hier Schilder, sondern wirklich Seitenstraßen. Und ihr wisst, was in Seitenstraßen gilt, ne, Philipp? Was gilt in Seitenstraßen? Du hast keine Fehlerpunkte, Philipp, sehr, sehr gut, so wie ich. So wie Papa. Keine Fehlerpunkte, nichts anderes wird geduldet. Null Punkte oder durchgefallen. Philipp, was gilt in Nebenstraßen? 30? Der größte Wagen hat Vorfahrt. Ja, was noch? Was haben wir noch für ein tolles Gesetz, das auch sehr deutschlandexklusiv ist? Nicht komplett exklusiv wahrscheinlich, aber sehr... Kein Geld an die Prostituierten geben? Ja. Aber wie willst du sonst deren Arbeit bezahlen? Rechts vor links? Ja, warum mit Fragezeichen? Hallo? Es gilt rechts vor links. Und wir fahren in die Nebenstraße. Und zum ersten Mal, ne? Ich kannte das Prinzip von rechts vor links, aber jetzt, dass man das hier macht oder da macht, keine Ahnung, ne? Erste Fahrstunde, bisschen Theorie gehabt. Kein Tempolimit. Und wir fahren rein, wir fahren auf die erste Nebenstraßenkreuzung zu. Ich fahre ganz normal, guck so rum, fahr und er macht eine Vollbremsung. Und mein Herz und alles, er macht eine Vollbremsung. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr schon mal richtig, also wenn ihr Fahrstunden hattet, wenn das passiert, dann ist das super scary, weil du bremst nicht und eine Vollbremsung ist echt mit 30, das macht schon ordentlich Bäm. Ich weiß gar nicht, habe ich nicht in Erinnerung, dass mein Fahrlehrer voll in die Bremsen gestiegen ist. Er hat schon ab und zu so korrigiert oder ein bisschen gebremst oder beschleunigt. Du fährst zu langsam. Und ich dann so komplett so, rechts vor links. Wenn du in einer Nebenstraße bist, wenn kein Schild da ist, dann ist das hier so in Deutschland, dass du rechts vor links hast. Ja, aber da war niemand. Du hast nicht geguckt. Du fährst ganz langsam und guckst, ob rechts jemand kommt und dann fährst du erst über die Kreuzung.
So, okay, okay, Meister, okay, es tut mir leid. Fahrstunde ist vorbei. Ich treffe am später an meinem Tag meinen Kumpel, der auch später die Fahrprüfung hat, die erste Fahrstunde hat. Und ich sage ihm, ey, der wird mit dir in eine Nebenstraße fahren. Fahr langsam und guck nach rechts. Der testet dich, ob du rechts vor links machst. Er so, okay, okay, danke, dass du mir gesagt hast. Werde ich machen. Ich sehe ihn nach der Fahrstunde wieder. Er so, der ist voll in die Bremsen gestiegen, Mann, der Sack. Ich habe so geguckt. Ich bin so langsam. Ich bin fast auf null runter. Hab extra geguckt und er steigt voll in die Bremsen. Das ist halt so sein Ding gewesen. Das erste Mal in eine Nebenstraße rein. Erstmal Vollbremsung machen, um schön dem Schüler einen Schock zu geben, dass du niemals vergisst, rechts vor links zu machen. Und das fand ich cool. Der hat mehr so Sachen gemacht. Mehr weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war einfach ein cooler Fahrlehrer. Das war so einschneidend, dieses Erlebnis. Das war jetzt nicht krass, aber es war schon so etwas, was du dann nicht so schnell vergisst, wenn du einfach so BÄM! Guter Lehrer. Mann, guter. Hat deiner auch gemacht? Guter Lehrer. Guter Lehrer. Fühlst du dich fit, Philipp, für deine Fahrprüfung? Ich kann dir sagen, ich hatte einen sehr, sehr netten Fahrprüfer oder sagen wir einen fairen Fahrprüfer. Ich habe nicht unbedingt was falsch gemacht, aber ich bin jetzt nicht unbedingt schön gefahren. Schulterblick vergessen wird auch hart bestraft, zu Recht, ne? Das war auch eins der allerersten Sachen, noch auf dem Parkplatz hat er mir es gezeigt, so mit, da ist ein Fahrrad, fahrst du hier hin, siehst du das Fahrrad nicht mehr, holy shit. Deine Fahrprüfung ging nur 20 Minuten, er meinte, das reicht. Er hat einfach schon Perfektion gesehen, hat gesagt, amazes, rechts ranfahren. Bestanden. Ich verschwende hier nur meine Zeit. Mein Fahrlehrer lenkt mich immer mehr ab, als dass er mir hilft. Ja, scheiße. Aber ist auch wichtig, du musst auch mit Ablenkung zurechtkommen. Ich habe auch welche gekannt, die zum Beispiel musikvoll aufdrehen. Und ich weiß noch, meiner hat nie Musik gehört, aber ich habe auch nie gefragt, ob wir Musik hören können. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir hatten nie das Radio an. Und andere haben erzählt, ja, dann habe ich meine CD mitgebracht, wir sind voll abgecruised. Hallo Sword of the Demon King. Bei meiner Fahrprüfung bin ich erstmal, also bei mir war wirklich, dass, ich habe die Standardanzahl an, nicht die Pflichtanzahl, aber die so Durchschnittsanzahl an Fahrstunden genommen. Was ist das, 20 oder so? Ich glaube, es gibt 8 Pflicht und dann machst du halt noch so viel, bis du dich sicher fühlst und der Standard ist irgendwie 20. Aus meiner Erinnerung, weiß nicht. Oder 18. Und in jeder einzelnen Fahrstunde ist mir dieser Golf GTI abgesoffen. An der Ampel, beim langsamer werden, Nebenstraße, immer. Heute säuft mir ein Auto nie ab. Auch keins, das ich nicht fahre, also das ich nicht kenne. Aber da immer. Aber ich glaube auch ein Golf GTI Diesel säuft gerne ab. Bin ich der festen Überzeugung von. Jede Fahrstunde und auch bei der Fahrprüfung. Und zwar beim Bahnübersteig. Bahnübergang. Der ist mit mir auf die Landstraße gefahren, sind Landstraße gefahren, wir sind auf die Autobahn gefahren, natürlich die vollen 45 Minuten, eine fette Runde und sowas. Und ich habe schon gemerkt, so ein paar Sachen waren dabei, wo er mich reinlegen wollte, so, bitte die nächste Möglichkeit rechts abbiegen. Und dann kam eine Möglichkeit, wo man nicht rechts abbiegen durfte. Und ich so, haha, ich fahre einfach dran vorbei. Haha, und so bestanden. Aber dann auf der Landstraße kam auf einmal so ein Bahnübergang, also wo. Und man soll ja, was ich auch irgendwie nicht verstehe, bis heute nicht, weil hier fahre ich sehr oft über Bahngleise, weil hier so viele Bahngleise sind. Man soll ja wirklich langsam und schauen, ob ein Zug kommt. Was ich nicht verstehe, weil wenn ein Zug kommst, dann bist du im Arsch. Wenn die Schranken nicht runtergehen und du guckst, ob ein Zug kommt, in dem Moment, wo du siehst, ob ein Zug kommt, ist doch vorbei. Also entweder du vertraust der Schranke, dass sie weiß, wann rot ist,
Oder du hast immer Schiss, dass du überfahren wirst. Und ich habe jedes Mal ein bisschen Schiss, auf einmal, bam, Zug kommt. Ich verstehe echt nicht, aber irgendwie ja. Fahrlehrer hat immer gesagt, hey, Bahnübergang, fahr langsam und guck, ob ein Zug kommt. Und natürlich, ich extra vorsichtig bei der Fahrprüfung. Ich gehe so richtig runter mit dem Gas, gehe so richtig langsam, guck so richtig gründlich, ob ein Zug kommt. Und was vergesse ich? Natürlich zurückzuschalten, runterzuschalten. Und zack, bumm, säuft mir auf den Gleisen der Motor ab. Und da war ein kritischer Punkt, weil mein Lehrer war dann richtig nervös so. Und ich war dann so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, hab's total lang gebraucht. Entschuldigung, Entschuldigung. Und mein Lehrer hat mir fast ins Lenkrad gegriffen. Aber was ja, ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte, weil er hat immer gesagt, hey, Fahrprüfung, sobald ich was mache, bist du durchgefallen. Wenn ich auf die Bremse trete, wenn ich dir ins Lenkrad greife, bist du durchgefallen. Also, du musst so fahren, dass ich dir nicht reingreife. Man hat so richtig gesehen, er hat so, er wollte quasi den Schlüssel umdrehen. Ich weiß nicht, ob Schlüssel umdrehen auch dazu gezählt hätte, aber das war eigentlich echt kritisch, weil ich bin auf den Gleisen abgesoffen und stand dann da, habe mich entschuldigt und mein Fahrlehrer so, entschuldige, ich fahr weiter, greift mir fast in den Schlüssel rein, aber ich mach an, fahr weiter, denke mir schon so, okay, das war gar nicht gut. Und dann gibt's bei München von der Salzburger Autobahn, gibt's so wirklich so, du fährst die ganze Zeit ungeschränkt und dann kommt auf einmal 120, 100, 80, 60, 50. Und zwar wirklich so in, keine Ahnung, 50 Meter Abständen. Und ich war wirklich bei jedem Schild so, boom, Vollbremsung. Nächstes Schild, boom, Vollbremsung. Also bei den Sachen, dann hat er gesagt, hey, bestanden, ein paar Unreinheiten so, jetzt ist nicht unbedingt geil auf dem Bahnübergang abzusaufen und jetzt nicht unbedingt angenehm bei jedem Schild erstmal volle Kanne zu bremsen, da kann man ein bisschen vorausschauend bremsen. Und ich hatte auch das Glück, hat auch der Fahrlehrer einmal gesagt, dass wenn man das Glück hat, in einem Stau zu stehen, dann ist es Stau. Dann geht die Zeit vorbei, 45 Minuten geht die Prüfung und dann hast du Glück. Und ich stand irgendwie 15 Minuten lang hinter so einem Traktor auf der Landstraße, der so langsam gefahren ist. So, ich meine, guck, was ich habe selbst das falsch gemacht. Und er hat gesagt, war super. Aber ich glaube, der war auch sehr cool und sehr fair. Ich glaube, es sind bestimmt Arschlöcher, die einfach dann direkt sagen, nö, nochmal. Habe jetzt am 19. einen Monat den Führerschein. Oha, ein Frischling. Die Besten sind die, die Führerschein machen und dann nie wieder Auto fahren. Weil sie einfach kein Auto haben, kein Auto brauchen, aber trotzdem Führerschein gemacht haben. Ich meine, klar, besser einen zu haben als nicht. Aber ich würde mich so unsicher fühlen, wenn ich dann 10 Jahre später Auto fahren soll. Und ich so, ja, technisch gesehen, ich hab's gelernt, aber ja, ist wie Fahrradfahren. Nee, ist halt nicht Fahrradfahren, ist halt Autofahren. Aber weiß ich, wie das ist. Wahrscheinlich ist es wie Fahrradfahren. Sword of the Demon King, du bist ein Luminion. Das bin ich. Kenne ich auch welche. Mein Bruder auch so einer. Ich meine, klar, wenn man es nicht braucht, aber es ist halt gut, so einen zu haben, wenn man, weil manchmal gibt es ja sowas wie, ey, wir müssen zu Ikea und wir brauchen jemanden, der uns fährt. Ja. Genau genommen darf ich kann. Hier eine Kollegin ist durchgefallen, hatten Führerschein, aber in der Türkei und der türkische Führerschein gilt hier nicht und hat sich hier einen nachmachen müssen und die ist durchgefallen bei der Fahrprüfung. Der Grund ist großartig. Also es gibt, glaube ich, da kann man nicht groß diskutieren. Sie ist über Rot gefahren. Als ich das gehört habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, wie kann man über Rot fahren bei der Fahrprüfung? Und dann nicht mal so eine versteckte Ampel. Einfach so, whoops. Einfach über Rot fahren. Was hier sehr viele machen und es ist so abgefuckt. Gut, dass der Fahrlehrer da nicht sagt, ah, das machen hier viele, passt schon. Ist bei mir auch so, aber nutzt ihn nur alle paar Jahre mal ein bisschen. Halt immer mega unsicher. Ja. Aber hey, wie soll man es denn anders machen, wenn man es nicht braucht?
Ich finde schon, dass es so ein Ding geben sollte, von wegen, wenn du... Es gibt ja Auffrischungskurse, die du wahrscheinlich selber dir geben kannst, selber zahlen kannst. Ich finde, sagen wir mal so, einmal mit 50 solltest du einen verpflichtenden Test machen und dann alle 10 Jahre. Und mit 70 jedes Jahr. Mit 70 musst du jedes Jahr einen Test machen. Also ich finde es so abnormal, dass ein Führerschein nicht weggenommen werden kann, außer du machst einen Unfall. Die Polizei kann dir nicht den Führerschein wegnehmen, außer du machst einen so krassen Unfall, dass sie dir ihn wegnehmen. Ich finde das so seltsam. Und da, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, Azura, vielen, vielen Dank für den Raid. Dankeschön, hallo. Hallo, Ludi. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ich rede über Führerscheine. Und da, voll krass eigentlich. Meine Schwester wurde mal überfahren. Keine Angst, ihr geht's gut. Also sie wurde mal von einem Lastwagen überfahren. Und zwar genau bei uns, wo wir gelebt haben, auf einer Kreuzung, aber Nebenstraßenkreuzung, die auch echt immer gefährlich war, weil die Leute einfach mit 50 durchbrettern, obwohl du nicht darfst, ist 30 und rechts vor links. Meine Schwester ist mit, wie alt war die da? Ich war irgendwie so 10, also war sie 25 oder so. Ist auf ihrem Moped einfach unsere Straße rausgekommen. Boom. Fetter Lastwagen. Und wir kamen nach Hause und wir sehen nur auf der Straße vor unserem Haus einfach einen fetten weißen Lastwagen und ihr rotes Moped drunter liegen. Alter. Ne? Sie hat sich ein Bein gebrochen und war alles gut. Aber weswegen ich das erzähle, danach, dem Typ war ein alter Mann, der anscheinend, ich weiß nicht, warum der Lastwagen gefahren ist. Vielleicht war es auch in meiner Erinnerung, vielleicht war es kein Lastwagen, sondern ein riesiger Sprinter. Aber es war auf jeden Fall es war ein Lastwagen. Aber auf jeden Fall war der alt. Und dann sind die Kinder, also die erwachsenen Kinder von dem, haben sich später bei meiner Schwester oder bei meiner Mutter gemeldet und gesagt, nicht so von wegen Gott sei Dank, dass es passiert ist, aber weil das passiert ist, konnten sie ihm endlich den Führerschein wegnehmen. Nur deswegen. Weil die Kinder wollten schon ewig nicht mehr, dass der fährt, aber die konnten nichts dagegen tun. Und ich kenne da auch Stories von Verwandten und sowas oder von Bekannten, die dann den Großeltern oder Eltern die Bremsen durchschneiden mussten. Dass die den abhalten zu fahren, weil du einfach nicht einsehen möchtest, dass du nicht mehr Auto fahren kannst. Und da war es so, dass der musste einfach meine Schwester überfahren und ihr das Bein brechen, dass der den Führerschein weg von der Polizei den Führerschein entzogen gekriegt hat. Weil anders ging's nicht. Das ist doch so ein seltsames Gesetz. Du solltest ab 70 jährlich einen Test machen müssen. Auch wenn ich 70 bin, wahrscheinlich sage, Bullshit. Aber jetzt sage ich, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Ich kann mir jetzt schon nicht vorstellen, dass ich in 10 Jahren noch so gut fahre wie jetzt. Fühl mich jetzt schon unsicherer als noch vor 15 Jahren. Was heißt unsicher? Halt. Ich spüre schon den Unterschied von vor 10 Jahren. Meine Tante hat ihn mit 80 freiwillig abgegeben und ich glaube, es sind sehr wenige Leute, die selber einsehen. Und ich glaube, Frauen sind da wahrscheinlich auch ängstlicher und sagen so, nee, ich traue mich nicht mehr, ich traue mich nicht mehr. Männer sind da so, was soll denn passieren? Natürlich kann ich Auto fahren. Ne, wir Männer haben es nicht leicht, wir werden da auch gesellschaftlich unter Druck gesetzt, ja. Vielleicht nicht jeden Tag, aber trotzdem sehr regelmäßig. Ja, nicht jeden Tag. Wie? Einmal im Jahr, einen kurzen 15-Minuten-Test. Aber wahrscheinlich ist sowieso jede Fahrschule in Deutschland ist ausgebucht bis zum geht nicht mehr. Und wenn sie dann noch sagen, wir müssen jetzt auch noch alle über 70-Jährigen testen. Okay,
Ja, alle 5 Jahre. Einmal im Monat? Ja, aber du hast ja gar nicht die Kapazitäten, sowas zu testen und sowas. Das war bei dem Vater meines Ausbilders auch so. Der hat auch mit dem LKW den kompletten Zaun des Nachbarns niedergemäht und es nicht mal gemerkt. Ja. Du hast ein Let's Learn Tears of the Kingdom Any% gemacht? Oha. Live? On Stream? Wie ist denn da inzwischen die Zeit? Any% komplett oder ohne Major Glitches? Ich habe ja mal ganz am Anfang, als es rauskam, habe ich Tears of the Kingdom Sky Island Speedruns gemacht. Was war meine Zeit? 30 Minuten? Ist es gut? Ich weiß es nicht mehr. Nee, länger. Ich weiß es nicht mehr. Aber dann wird es irgendwann wieder so krass mit Glitches, dass ich gesagt habe, nee, das macht keinen Spaß mehr, das ist zu krass. Das ist, glaube ich, ein großer Grund, warum Speedrunning in Tears of the Kingdom nicht so beliebt ist wie bei Breath of the Wild damals. Weil es so abnormal wurde. Mit, dass du da durchgehst und dann das skippst und dann da und dann... Allein das Fliegen muss so präzise sein, das ist abgefahren. Der Kampf am Ende, oh mein Gott. Habe dann hauptsächlich die Tricks geübt und habe jetzt erstmal Ascent hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wie die Route heute ist. Ich kann mich noch erinnern, wie ungefähr ich geflogen bin und wo ich hingegangen bin und sowas. Aber das ist heute wahrscheinlich wieder komplett anders, dass du irgendwelche anderen Items nimmst. Ich habe ja schon aufgehört, als sie dann angefangen haben, mit Bomben rumzuspielen. Breath of Wild ist doch noch durchgeglitschter. Ja, aber die Glitches sind nicht schwer. Die kann jeder. So Windbombs kann halt einfach jeder, weil es einfach nicht besonders schwer ist. Aber allein der Anfang bei Tears of the Kingdom, wo du dich da auf dieses Rad hoch und dann musst du auf 2 Pixeln landen, damit du da durch kannst und hoch kannst und so. Um einfach nur die Animation zu skippen, dass du das erste Portal aktivierst und sowas. Da war ich raus dann. Aber Breath of the Wild in die Shrines zu glitschen, das hab selbst ich hingekriegt. Hallo Jay. Ja, ein Freund von mir hat immer nur alle 2 Wochen eine Fahrstunde. Das ist schwierig, oder? Aber da kannte ich auch jemanden, der hat immer wieder kein Geld gehabt, um weitermachen zu können. Ja, der hat immer so geguckt, wann er jetzt wieder die nächsten... Bei uns damals hat es noch 120 Euro gekostet. Ihr habt ja letztens gemeint, Leo, das kostet inzwischen 4.000 Euro. Aber eine Stunde hat bei mir damals 120 Euro, glaube ich, gekostet. Und am Ende hast du halt dann irgendwie 2.000 Euro ausgegeben für einen Führerschein. Aber der musste trotzdem natürlich, ne? Ich habe einmal die Woche einen Führerschein, eine Fahrprüfung gehabt, wenn nicht häufiger. Und dann, mein Kumpel hat halt einfach immer es dann gemacht, wenn er mal 120 Euro über hatte. Und er hat wirklich ein Jahr lang das gemacht und hat immer wieder vergessen und natürlich immer wieder neu. Natürlich durchgefallen und nochmal, also es ist... Ich glaube, Führerschein solltest du erst machen, wenn du fixes Geld hast, beiseite gelegt hast, geschenkt bekommst oder was nicht alles und dann ziehst du es durch. Ein anderer Kumpel von mir hat es in einer Woche gemacht. Der konnte aber schon Auto fahren, weil er immer, keine Ahnung, so auch wie ich mit dem Vater gefahren ist, aber halt Privatparkplatz oder sonst wo. Der konnte wirklich Auto fahren. Der hat nur die Pflicht schon gemacht, in einer Woche von vornherein gesagt, hey, ich bin, und dann hat er es in Tschechien oder so gemacht oder in Polen. Ist da rüber, war da eine Woche, hat gesagt, jo, Fahrstunde, ich baller das jetzt durch. Ich mache nur die Pflichtstunden und dann den Test und dann alles okay, vorher rein geplant, dahin gefahren, bam, 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 durchgeballert, Führerschein gekriegt, fertig. Der hat die günstigste Methode gewählt. Und dann auch noch irgendwo in Tschechien, glaube ich, wo es nochmal günstiger war. Du hast 5.000 Euro bezahlt, musst aber einmal Nachprüfung machen. Aber diese eine Nachprüfung war nicht 3.000 Euro wert. Wie kann man denn... Wie?
Hab 2 Wochen Kurs im Mai am 6. angefangen. 2 Wochen Kurs? Heißt das, du hast den ganzen Führerschein in 2 Wochen gemacht? Hat es deswegen 5.000 Euro gekostet? Du hast damals auch nur 1.600 gezahlt. Eben. Wo kommt auf einmal dieses Geld her? Für was? Das heißt ja, eine Stunde kostet 400 Euro. Das kannst du doch nicht. Du kannst doch nicht einem Fahrlehrer 400 Euro geben dafür, dass er... Oder 200 Euro. 400 Euro? Kommt drauf an. Also entweder du brauchst halt ewig und hast sacken viele Stunden oder du gibst dem Fahrlehrer 500 Euro und das kann doch nicht sein. Ist aber auch schon 14 Jahre her. Ja, bei mir auch. Ich habe Führerschein mit 17 sogar gemacht. Also ich habe damals meinen Führerschein mit 17 gehabt. Was ja heute immer noch geht, oder? Kenny, stirb. Dankeschön für dein Prime Gaming. Der killt Kenny. Ich war einer von denen, der es von Oma gekriegt hat. Das heißt, ich kann mich eh nicht beschweren. Aber es hat sicher nicht mehr als 2.000 Euro gekostet. Never. Vielleicht waren es sogar 80 pro Stunde oder sowas und dann 20 Stunden. Aber das ist so lang her. 17, 3, 4... Vor 17 Jahren, oder? Nee, warte mal. 17 plus 17 ist 34. Nee, Moment. Das kann nicht sein. 17 plus 15? 17 plus 18? Es ist 18 Jahre her, dass ich Führerschein gemacht habe. Es ist so lange her, wie Leute brauchen, um volljährig zu sein. In der Zeit, in der ich Führerschein gemacht habe, sind Leute einfach volljährig geworden. It's crazy. War das von 2005? Weißt du noch, wie viel du gezahlt hast in 2005? Ich meine, es ist bestimmt bei jedem anders. Ne? Jeder verlangt anders viel. Auf dem Land ist es wahrscheinlich günstiger. 1.300? Ich weiß gar nicht, wie teuer hier ein Führerschein ist, aber... Hier ist es auch so seltsam einfach. Wenn du hier eine Fahrschule siehst, also oft siehst du sie ja nicht, weil sie ja ihr eigenes Auto benutzen für Fahrschulen und dann merkst du das gar nicht, wenn es eine Fahrschule ist. Dann haben die dieses N draufkleben für New oder L für Learning. Aber die fahren so langsam. Ich meine, klar lernst du es, aber irgendwie jede Fahrschule, die ich sehe, ist die erste Stunde. Und das kann ja nicht sein, oder? Kann nicht sein, dass jede Fahrschule, die ich sehe, die allererste Stunde ist, wo man noch super ängstlich und langsam fährt. Pirci, vielen Dank für dein Raid. Hallo. Mit Happens hast du eigentlich einen Führerschein? Nee, ne? Aber du brauchst auch keinen. Lass mal lieber einen Flugschein machen, dass Happens selber fliegen kann. Ob du die Flugangst verlierst, wenn du selber fliegst? Es ist so, wie Autofahrern selber nicht schlecht werden kann, aber Beifahrern schon. Wenn du selber fliegst, hast du keine Flugangst. Aber wenn du Beifahrer fliegst, Beiflieger. Wollt in Zukunft vielleicht mal ein Motorrad machen? Na, mach doch kein Motorrad. Motorrad ist so scheiße. Ich meine, ich sehe es ein. Motorrad sehen schon cool aus, können cool aussehen. Motorradfahrer sind alle Arschlöcher. Nee, aber Motorradfahrer... Es ist einfach verrückt, sich zu überlegen, dass du 100, 120, 150 km/h fährst. Und du machst einen Fehler und du bist einfach Staub. Oder du bist 30 km/h entfahren und machst einen Fehler und du liegst auf der Straße und ein Auto fährt über dich drüber. Es ist einfach rätselhaft für mich,
wie man einen Motorradführerschein machen will, wie man auf so einem kleinen Ding sitzen kann, was nicht mal klein ist, was aber auch schwer ist, sondern es ist kalt, dann musst du volle Montur anhaben, damit du nicht lebensmüde bist. Ich verstehe das nicht, was daran Spaß macht. Es ist so, also ich verstehe ein Moped, ich verstehe ein kleines Motorrad, mit dem man einfach schnell wohin kommt und einfach und günstig und kannst überall parken und so, verstehe ich. Also sobald du ein richtiges Motorrad fährst, was so 100, 200 PS hat, oh mein Gott, bist du lebensmüde. Du willst doch sterben. Da sitze ich in meinem Tiguan und da kann einfach so gut wie jedes Auto kommen und mir passiert nichts. Dem anderen passiert was. Dem Motorrad nämlich. Zack, schwerer Pflegefall. Co-Pilot? Nein, nein. Co-Flieger. Beiflieger. Ich fühle mich halt übel unsicher im Auto. Wie fühlst du dich im Auto unsicher? Erstmal, du hast ja keinen Führerschein. Das heißt, du bist noch nie selber gefahren. Jedes Mal, wenn du Beifahrer bist, so, vielleicht hast du einfach nur scheiß Autofahrer. Und du solltest andere Leute aussuchen, bei denen du Beifahrer bist. Du solltest dich niemals in einem Auto unsicher fühlen. Steig aus. Ich bin auch schon bei Leuten mitgefahren, wo ich, ey, ich hasse sowas. Deswegen, ich bin nie Beifahrer. Autofahren ist doof. Ja, wenn du es nicht musst, dann mach gar nichts. Aber zu sagen, du fühlst dich unsicher im Auto, deswegen machst du Motorradführerschein, das ist wirklich, das kann nicht sein. Achso, wo du mal Test gefahren bist mit dem Auto. Das war unsicher, aber dann wirst du auf dem Motorrad erst richtig unsicher fühlen. Nächste Anekdote von einem Kumpel, der in Berlin lebt. Habe ich schon mal erzählt auch, wie alles. Der hat eine richtig fette, schwarze Kawasaki, ich weiß es nicht, richtig fettes Motorrad. Schnelles, fettes Motorrad. Und die Dinger sind schwer. Und irgendwas läuft schief, er steht an der Kreuzung, fetten Kreuzung mitten in Berlin. Er fällt um an der Kreuzung. Und wenn du Motorrad, wenn du schon mal ein Motorrad in der Hand hattest, die Dinger sind sackenschwer. So ein richtiges Ding. Und wenn das auf dir drauf liegt, dann war es das. Und er lag da, Motorrad auf sich drauf, konnte nichts tun. Und da hat er wieder gesagt, so, also er mag Berlin nicht, aber er ist in Berlin wegen einem Job und er hasst es dort. Runny, sorry. Aber Runny liebt Berlin. Aber mein Kumpel nicht. So wie ich auch nicht. Und die Leute, die in dem Moment auf der Straße waren, also die Fußgänger, haben mit dem Finger auf ihn gezeigt und ihn ausgelacht. Bis ein alter Mann kam, er hat gemeint, locker über 60 Jahre alt, bis ein alter Mann kam und ihm geholfen hat, das Motorrad hochzuhieben, wodurch der alte Mann selbst fast draufgegangen ist, so ungefähr. Und er, also wenn so ein Motorrad auf dich drauf fällt, ne, da tust du dir auch weh. Also nicht, dass du dir was brichst jetzt vielleicht im Stehen, aber so, willst du das? Willst du einfach, dass dieses Ding auf dich drauf fällt, wenn du mal kurz nicht aufpasst oder das Gleichgewicht verlierst und dann liegst du da auf einer Kreuzung? Und stell dir vor, ey, das ist schrecklich. Ich verstehe nicht, wie man Auto, Motorrad fahren mögen kann, wollen kann. Also wenn du mal ein Motorrad in der Hand hattest, bist du echt strong. Nicht hochheben. Ja, yeah, I get it, aber jedem kann was passieren, Motorrad oder nicht. Ja, aber wenn ich mit 80 einen Unfall baue, gehen bei mir die Airbags hoch. Ich breche mir vielleicht was, aber ich überlebe. So wie mein Vater mit 200 km/h überlebt hat, als er auf der Autobahn in ein Auto gefahren ist, was so dastand, also mit der Unterseite, dass es kein Licht hatte. Er hat sich nur das Bein gebrochen, weil Airbag. Du bist Brösel. Du hast, das ist wahrscheinlich bei dir noch besser, weil du merkst noch nicht mal irgendwas. Es ist einfach schwarz. Instant. Während ich mit 80, 100, 120, 150 vielleicht sogar noch überlebe, bist du mit 50 schon brei und tot. Und es muss noch nicht mal deine Schuld sein. Es muss einfach nur ein Auto kommen, was dich nicht sieht. Überfertigt, tot. Oder noch schlimmer, Krankenhaus und für immer querschnittsgelähmt.
Also, du kannst schon sagen, alles ist gefährlich, klar. Und du kannst sagen, YOLO, fuck it. Aber du kannst nicht sagen, dass Motorrad genauso gefährlich ist wie Autofahren. Autofahren ist 1000-mal ungefährlicher. Und es ist nicht übertrieben, glaube ich, mit den 1000. 1000-mal ungefährlicher als Motorradfahren. Für den Insassen oder Außensassen. Weil du sitzt außen. Du sitzt nicht im Motorrad drin. Ganz klein. Motorradfahrer ist gleich Organspender. Kannte zwei Freunde, die sind beim Motorradfahren gestorben, weil das übel gefährlich ist. Ja. Ich meine, trotzdem, wenn man weiß, okay, ich lieb das, ich will Motorrad fahren. Viele von meinen Freunden haben Motorradführerschein und fahren auch regelmäßig. Aber dir muss einfach wirklich bewusst sein, was du da machst. Und du musst so noch vorsichtiger sein als beim Autofahren. Weil wenn ich einen Fehler mache, ist kacke, aber wenn ein Motorradfahrer einen Fehler macht, tot. Und hier sind die auch so verrückt, ey. Was die auf beiden Seiten, summ, summ, summ. Ich denke so, Alter, wie soll ich dich sehen? Wie soll ich dich sehen? Wenn ich jetzt gerade rübergegangen wäre, ich jetzt auf der Autobahn zerscheppert und du rollst und rollst und rollst für 1 Kilometer, wenn 3 Autos über dich drüber fahren. Wie? Wie kannst du diesen Mut haben, mich auf der Autobahn zu überholen? So knapp. Aus dem Nichts heraus. Wir müssen aber uns auch nicht alle Szenarien ausmalen, die passieren könnten. Ich meinte ja auch nur in der Zukunft, vielleicht mal, solange die Öffis hier gut funktionieren, komme ich schon klar. Das ist ja auch nur allgemein. Ich attackiere dich doch nicht. Und wenn, musst du ja eh. Rosa will ja auch Motorrad fahren. Und ich denke mir halt, wenn du eine gescheite Fahrprüfung machst, also einen gescheiten Lehrer hast und sowas, und dann entscheidest du, hey, nee, es gefällt mir und es passt und du hast ja dann ordentlich Fahrstunden und lernst mit einem Motorrad umzugehen. Wenn du da nicht sagst, ich fühle mich unsicher und du das durchmachst, eine richtige Fahrprüfung und sowas, sage ich, okay, du hast es gelernt, ich habe es nicht gelernt. Du hast es gelernt, du weißt es jetzt, du hast es gelernt. Meine Hoffnung ist, dass wenn sie eine Prüfung macht, dass dann ihr auffällt, wie unfassbar krass das ist. Und sie es vielleicht nicht mehr machen will. Aber ich glaube, das passiert nicht. Also sie soll es erstmal machen. Dann frag sie mal, warum. Weil es cool ist. Motorradfahren ist cool. Kann man nichts dagegen sagen. Motorradfahren ist sau cool. Und sie will zum Glück auch keine schnelle Maschine. Sie will halt wirklich so Sons of Anarchy mäßig einfach bam, bam, bam. Jetzt nicht unbedingt den Chopper hier, aber halt so eine Harley Davidson, so einfach ein cooles Ding, mit dem du 80 fährst, aber jetzt nicht 200. Hatte 12 Sonderfahrten und 46 Grundfahrten. Der Ferienkurs hat 199 gekostet. Die Prüfung kostet 279 und die Bearbeitungskosten 130. Eine praktische Stunde kostet 67. 46 Grundfahrten, Jacques? Okay, dann, das war alles nicht unbedingt teuer. Du hast einfach 2,5-mal so viele Stunden gebraucht. 46 Stunden. Aber warum 46 Stunden? Hat dein Fahrlehrer immer gesagt, mehr, mehr, mehr? Oder wolltest du mehr, weil du dich noch nicht sicher gefühlt hast? 46 Stunden? Das klingt echt, also das klingt sehr viel. Eigentlich auf der anderen Seite kommt es auch drauf an, wo man lebt. In der Stadt passiert natürlich mehr als auf dem Land. Ich weiß nicht gar nicht, da weiß ich auch die Statistik nicht, ob man würde jetzt glauben, dass wahrscheinlich auf dem Land die meisten Motorradunfälle passieren. Weil da sind die Leute, weil Motorradfahrer holen ja oft Motorrad. Du hörst ja so oft sagen, wie sie sagen, oh, jetzt ist der Frühling wieder da, jetzt kann ich wieder auf die Landstraßen. Und dann gehen die da auf die Landstraße und machen wumm, wumm. Dafür holen die sich ein Motorrad, um dieses Gefühl zu haben, sich in die Kurve reinzulegen, wumm, wumm, wumm. Aber ich weiß die Statistik nicht. Ich habe gedacht, auf der Landstraße
Was aber auch egal ist, wo du lebst, weil wenn du ein Motorrad hast, dann ist es egal, wo du lebst. Du fährst mit dem Ding dahin, wo du sein willst. Aber ich weiß nicht, wo mehr Motorradunfälle passieren. Im Straßenverkehr oder auf der Landstraße. Aber auf der Landstraße sind, glaube ich, eher noch die Motorradfahrer. Also es ist jetzt alles nur Spekulation. Aber ich kann mir vorstellen, wenn auf der Landstraße ein Motorradunfall passiert, dann war es der Motorradfahrer, der einfach Spaß haben wollte. Und ja, dann kommt halt im Gegenverkehr was. Upsi. Wohingegen, wenn in der Stadt was passiert, dann ist es wenigstens nicht mit so einer Geschwindigkeit. Aber da passiert wahrscheinlich auch sau viel, dass sie übersehen werden, dass sie... Weißt du, schaust nicht in den Spiegel, zack, bumm, ist das Motorrad weg. Ups. Ah, egal. Jeder macht das, wie er Bock hat. Ich meine, ich habe von mir geredet. Ich kann nicht verstehen, wie man überhaupt Motorradführerschein machen will. Selbst wenn es jetzt nicht gefährlich wäre, verstehe ich es nicht, wie man so unbequem... Wenn man jetzt sagt, Moped, klar, günstig, ich habe das Geld nicht für ein richtiges Auto, okay, klar. Motorräder sind noch nicht mal super günstig. Also richtiges Motorrad. Also wenn es da wirklich so eine schwere Maschine ist, so eine Kawasaki oder was nicht alles da, Suzuki, Miu, dann verstehe ich das nicht, weil es gibt auch nichts Unbequemeres, sich fortzubewegen. Es ist arschkalt, du musst dieses riesige Ding dauernd rumhieven. Überall Angst und Tod und Verderben lauert in jeder Ecke. Dann bist du sowas von, wenn es zu kalt ist, wenn es zu warm ist, dann ist es so warm, weil du die volle Montur tragen musst. Wenn es zu kalt ist, dann friert dir trotzdem alles weg. Im Haushalt passieren wohl die meisten Fälle. Ja, aber den Haushalt kannst du nicht vermeiden. Motorradfahren kannst du vermeiden. Du kannst einfach kein Motorrad fahren. Aber im Haushalt in die Dusche zu steigen, das kannst du halt nicht vermeiden. Kumpel ist so blöd gewesen, der hat Sonnenblende bei Abend aufgelassen. Achso, dieses schwarze Ding beim Motorradhelm, was du runtertust. Ich dachte es einfach immer unten, weil es cool ist. Okay, der hat es oben gelassen und auf einmal zack, bumm, Sonne und dann geschlittert. Arm gebrochen. Ja, das ist doof. Selbst seitdem fahre ich in Urlaub, traue ich selbst der Dusche nicht mehr. So ein geiles Lied. Das ist, glaube ich, mein Lieblingslied von Fahre in Urlaub. Weil es ist noch okay, ist noch geil. Ist das okay? Ich glaube schon. Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du einfach im Schlaf stirbst. Hoffentlich. Gibt auch keinen schöneren Weg zu gehen. Natürlich ist das scary. Aber genauso kannst du drüber nachdenken, dass einfach ein Solar Flare uns treffen kann und die ganze Erde in einer Millisekunde weg ist. Was ist das Beste, was passieren kann? Es ist einfach alles weg. Da gibt es niemanden, der traurig sein kann, weil einfach alles weg ist. Einfach zipp. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich finde eher ein Shiny Giratina, als dass ein Solar Flare uns trifft. Solar Flare ist auch der falsche Begriff. Es gibt so Death Rays, die aus dem Nichts kommen können. Der hat das Seizure überlesen? Ja, aber ist ja schnell vorbei. Ihr platzt beim Geschäft eine Ader im Kopf. Wie fest drückt ihr? Es geht doch alles von alleine, hoffentlich. Mehr Fiber essen, weniger Schokolade essen. Kann auch beim Niesen passieren. Ich denke da so oft dran, vor allem als Streamer, wenn du so 4 Stunden am Stück sitzt. Aber ihr im Büro, ihr sitzt, also ich auch hier in meinem Büro. Ja, bewegt euch die ganze Zeit.
Selbst wenn es nur, also ich bin so ein, ich kann nicht lange in der gleichen Position sitzen. Schneidersitz, mal das eine Bein, das andere Bein, gerade, nicht gerade, runter die Beine, Beine ausgestreckt, aufstehen. Weil einfach so ein dummes Ding sich festsetzen kann in der Ader und dann flupp. Ich halte immer das Niesen auf, ich provoziere das so. Wie? So fest, boom. Das geht, ne? Du kannst dir da richtig viel aufreißen, wenn du den vollen Druck unterdrückst. Aber warum? Warum macht dir das Spaß? Das tut doch weh. Also ich habe so ein Ding mir angeeignet, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Also ich kann auch normal niesen. Ich kann einfach nichts machen und niesen, aber das ist super unangenehm. Ich muss immer kurz bevor ich niese, meine Nase, ich mache den Mund auf. Deswegen, es ist nichts buff. Aber ich muss immer hier oben drücken und dann in dem Moment, wo ich niese, lasse ich los. Und wenn ich das nicht mache, ist es voll unangenehm zu niesen. Interessant, oder? Hallo Yoshi. Was für Horrorgespräche. Wenn ihr ein bisschen in der deutschen Streaming-Welt unterwegs seid, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie heißt er? Ihr wisst, wen ich meine, oder? General. Irgendwas mit General. Ich habe mich da nicht weiter informiert, was da jetzt weiter noch passiert ist. Wie unangenehm? Ja, es kratzt so. Es kratzt so in den Nebenhöhlen. Es ist nicht Boom, aber es kratzt so. Und aber wenn ich das so mache, ich weiß nicht, was das ändert. Können wir mal über Shiny Me Leute reden? Du meinst das, was wir die erste Stunde gemacht haben? Dann fang das Thema an, Reed. Beim Geschäft niemals das Niesen unterdrücken. Sowieso nicht das Niesen unterdrücken. Bitte, was für ein Shiny? Shiny Meluetta wurde heute vergeben. Ich habe ein Video rausgebracht. Anschauen. Folger hat sich mitgekriegt. Genau wegen diesen faulen Göttern habe ich so ein Video gemacht. Damit selbst du es irgendwo in irgendeiner Ecke mitkriegst, dass du dir ein Shiny Meluetta holen kannst. Wisst ihr nicht, wen ich meine? General irgendwas. Auf jeden Fall ein deutscher Streamer hatte vor 2 Wochen oder sowas einen Schlaganfall im Stream. Und jetzt kein so, also schlimm, Commander Krieger, genau. Der Runny weiß es. Commander Krieger. Yep. CMD Krieger, genau. Schau, ihr wisst doch, wen ich meine. Commander war doch gar nicht so weit weg. Achso, der Krieger. Ich hab Commander gesagt. Okay, Steuerung Krieger. Also auch scary, wenn man sich das anschaut. Also es war jetzt keiner so, wo er komplett so nichts mehr konnte und komplett weg war, aber es war anscheinend, ich weiß da zu wenig drüber, aber so ein kleiner, der dafür gesorgt hat, dass er 15 Minuten lang nicht mehr klar reden konnte, obwohl er noch klar denken konnte. Und jetzt macht er ganz viele Tests, Krankenhaus, und es war einer, ein kleiner, an einer kleinen Stelle. Und jetzt nimmt er halt ab und ernährt sich gesünder, weil es wahrscheinlich von zu viel schlechtem Essen, zu viel Fett und sowas kommt. Dass er sich schlafen gelegt hat, fand ich verrückt. Ja, aber das ist ja das Verrückte, ne? Klognom, hallo. Dankeschön für 3 Monate. Ist dasselbe Engels. Ja, genau. Und wenn mir dann sowas passiert, dass ich mich, weil ich verspreche mich ja dauernd, denke ich mir immer so, war das alles ein kleiner? War das alles ein kleiner Gehirninfarkt so? Jedes Mal, wenn ich mich verspreche. Aber ich kann es so, so gut nachvollziehen. Habe ich General gesagt, deswegen. Ich habe General gesagt. Er hat Commander Krieger befördert zum General. Okay, vielleicht merkt man es. Vielleicht kommt man nicht drauf bei General. Ich hatte vor 8 Jahren auch einen schweren Hirnschlag, der mich komplett aus dem Leben gerissen hat. Ich habe mich auf Schlaf gelegt und konnte morgens nicht mehr aufstehen. Aber ich kann es so, also Chris, Schrick, krass. Schau, ich habe Schrick und Chris. Ich habe
Schrick und Krass zusammen gemacht und kam mit Chris raus. Und jetzt sagst du, du heißt Chris. Nein, nein, nein. Ich kann es so gut nachvollziehen, weil du willst in dem, weil du hast schon so oft Kopfschmerzen gehabt, du hast schon so oft dich schlecht gefühlt und bist dann schlafen gegangen und alles ist besser. Ne? Also warum nicht in dem Moment das auch machen? Ich meine, wenn du jetzt auf einmal nichts mehr siehst oder wenn du auf einmal einen Teil vom Körper nicht mehr bewegen kannst, dann sagst du selber auch, okay, Mann, fuck, Krankenhaus. Aber solange du einfach nur Kopfschmerzen hast oder dir schwindelig ist oder sowas, denkst du dir auch, schlafen wird schon lösen. Warum solltest du auch ins Krankenhaus gehen? Ich kann es so gut nachvollziehen. Ich meine, im Nachhinein ist es nur krass, dass man sich denkt, wow, wie konnte er nicht ins Krankenhaus gehen? Leute, ihr wärt wahrscheinlich auch nicht ins Krankenhaus gegangen. Weil dann würde es ja bedeuten, dass es schlimm ist. T-I-A. Was ist T-I-A? Auch Schlaganfall. Ja, also es macht schon super ängstlich. Wenn ich mir denke, wie oft ich mich verrede oder dann auf einmal auch nicht mehr so gut sehe und sowas. Aber mein Gehirn wurde erst letztens gescannt. Bei mir ist alles super. Laut den Bildern. Und ich bin super ängstlich bei sowas. Alles krass, das dann so zu sehen bei einem anderen Streamer, wie der einfach redet und es nicht mehr sagen kann. Was er aber eigentlich richtig denkt, aber er kriegt es nicht gesagt raus. Und solche Versprecher, wie er da gemacht hat, sowas hat jeder auch mal. Also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte mir wahrscheinlich auch nichts gedacht und hätte einfach gedacht, fuck, morgen ist bestimmt besser. Was es ja auch war, lustigerweise, es war ja dann vorbei. Aber trotzdem, jetzt ist er Krankenhaus und untersucht es alles gescheit und ich weiß leider nicht, wie es weitergegangen ist. Versprecher, ja, aber nicht über die Zeit. Ja, ja, vor allem, er hat es ja mehrmals probiert und er konnte das Wort nicht sagen. So. Also Leute, wenn das hier mal passiert, überzeugt mich davon, dass ich ins Krankenhaus gehe. Sein Chat hat es ja auch gesagt. Aber da weiß man immer nie, wie sehr Spaß ist da dabei, wenn der Chat es schreibt. Weil es ja schnell geschrieben, haha, Schlaganfall. Ich würde gerne auch mal wissen, was so Anzeichen für Anfälle sind. Die meisten mit Epilepsie merken ja das, was kommt. Finde das immer crazy. Ich glaube, da es das Gehirn ist, kann es einfach alles sein. Ich meine, es gibt ja dieses Klischee, was super oft in so amerikanischen Sitcoms vorkommt, dass du Toast riechst. Dass du verbrannten Toast riechst. Es kann ja alles sein. Es kann sein, dass du Sehfehler hast, Denkfehler, Sprachfehler, Riechfehler, Geschmackfehler, alles. Das ist ja das Gehirn. Ich glaube, es kann nichts ausgeschlossen sein. Es ist einfach irgendwas, wenn irgendwas in deinem Gehirn abgefuckt ist und dir fällt es auf, dann solltest du was machen. Das Problem ist nur, bei den Krassen fällt es einem nicht auf, ne? Weil es das Gehirn ist. Ich habe jedes Mal Angst davor, zum Krankenhaus zu gehen, weil ich mir denke, dass die wahrscheinlich gerade schlimmere Fälle haben. Verstehe ich, so denke ich oft, auch in Situationen, aber bei Krankenhaus nicht. Denk lieber so, ich schätze mal, du zahlst schon so gut wie dein ganzes Leben in die Krankenkasse ein. Was gut ist, eine Krankenkasse ist was Großartiges, Pflicht, privat, was auch immer. Und all die Leute, die zum Glück nicht zum Arzt gehen müssen, zahlen quasi in die Krankenkasse ein für alle anderen. Aber wenn du dann mal was hast, sowieso, ihr solltet einmal im Jahr zum Arzt gehen. Und wenn ihr keinen Bock zum Arzt habt zu gehen, ich verstehe das, aber denkt euch einfach, macht all das Geld, das ihr für die Krankenkasse zahlt, doch mal, also nutzt es. Weil sonst schenkt ihr das Geld einfach nur, also ihr schenkt es nicht, weil andere es ja benutzen können dadurch. Aber benutzt das Geld, das ihr der Krankenkasse gebt. Deswegen, ich würde mir da keine Gedanken machen, dass du jemandem schlimmere Fälle wegnimmst. Und wenn du kein schlimmer Fall bist, dann lassen sie dich ja da warten, beziehungsweise schicken sie dich wieder nach Hause. Und ich hatte das auch mal, und das fand ich auch echt kacke, und es ist auch so eine Situation, die ich nicht vergessen werde. Ist jetzt nicht schlimm gewesen oder sowas. Aber ich war ja auch einmal, habe ich auch schon so oft erzählt, ich war schon dreimal in meinem Leben im Krankenhaus, jeweils eine Woche.
Ich war, und einmal davon war, als ich Blut gehustet habe. Aus dem Nichts. Ich bin in der Früh aufgewacht und habe Blut gehustet. Und nicht super wenig. Nicht super viel, aber auch nicht super wenig. Panik, Krankenhaus. Die im Krankenhaus, denen war das relativ egal. Weil ich bin selber ins Krankenhaus gefahren, was in der Nähe war. Und die waren super, ja, so wie viel denn? Ja, okay. So Fingerhütchen fehl, ja. Ja, okay, dann setzen Sie sich mal dahin, wir kümmern uns um Sie. Und ich so, okay. Beziehungsweise gurgel, 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 meine Lunge füllt sich mit Blut. Da war ich eine Woche deswegen im Krankenhaus, weil die nicht herausgefunden haben, woher es kam. Schreckliche Woche, prägende Woche. Aber an dem Tag, das war ein Sonntag, ich war am Samstag noch abends Film gucken mit Freunden und da hat schon hinten mein Rücken wehgetan. Das war die Stelle, die angefangen hat zu bluten. Und hat aber nur ein bisschen wehgetan und ich dachte mir so, hey, was ist das? Am nächsten Morgen ertrinke ich an meinem eigenen. Nein, so schlimm war es nicht. Aber sehr widerlich. Aber dann gehe ich da im Krankenhaus. Das Erste, was gemacht wird, ist dann Röntgenaufnahme. Und dann komme ich da an und es war Sonntag, wie gesagt, in der Früh, 10 oder sowas. Und ich komme da runter und dann ist da eine Ärztin oder halt eine Radiologin. Und ich sage so, okay, was sind denn die Beschwerden? Dann habe ich so gesagt, ja, ich blute aus der Lunge. Ah, okay, ja, machen wir jetzt ein Röntgenbild. Sonst irgendwelche Symptome? Sage ich so, ja, ich huste. In letzter Zeit habe ich relativ viel gehustet. Ja, wie lange denn so? Ja, so seit einem Monat habe ich einen Husten, aber ich habe mir nicht viel dabei gedacht, weil ich auch viel geraucht habe früher und sowas, ist halt ein Husten. Und dann sagt die, das werde ich nie vergessen, das hat mich so genervt, ah ja, schon so lange husten und dann scheinen sie sich an einem Sonntag ins Krankenhaus zu kommen. Ich denke mir so, Bitch, ich blute aus der fucking Lunge. Gestern habe ich nicht aus der Lunge geblutet. Natürlich komme ich heute. Es tut mir leid, dass ich mir den Sonntag, deinen Sonntag, den Tag des Archeos ausgesucht habe, dass ich ins Krankenhaus gehe und aus der Blutelunge. Du dumme Kuh. Was ist denn das für ein Kommentar? Ich fühle mich gleich viel besser. Tut mir leid. Es ist genau das, wovor du Angst hast, dass dann Leute sich beschweren, dass du ins Krankenhaus gehst an einem Sonntag. Oh. Ich meine, sie hat recht, dass ich wegen Husten schon mal früher zum Arzt hätte gehen sollen. Aber ich suche mir das doch nicht aus, dass ich an einem Sonntag ins Kino gehe. Ins Krankenhaus gehe, ey. Gott, ey. Das hat mich so... Aber ich habe natürlich nicht reagiert. Aber es hat mich so... Oh, hat mich das sauer gemacht. Untersuchen Sie sich einen Sonntag aus, um ins Krankenhaus zu kommen. Alter! Nein? Dachte eben, ich habe mich verhört. Das hat sie zu mir gesagt. Ich meine, sie hatte halt wahrscheinlich keinen schönen Sonntag. Lag sie im Nebenraum und hat geschlafen nach einer harten 24-Stunden-Schicht. Was ich weiß, viele Ärzte machen oder regelmäßig müssen. Es tut mir aber leid, ich kann nichts dafür. Genau wegen sowas habe ich bei Dingen Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Aber sollst du nicht. Du sollst nicht Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen. Du zahlst dafür, das ist dein Recht, ins Krankenhaus zu gehen. Wenn du auch nur ansatzweise etwas hast, wo du denkst, ich kann nicht warten auf einen Arzttermin, dann geh ins Krankenhaus. Es bricht dir kein Zacken raus und wenn du dann blöd behandelt wirst von den Angestellten dort, dann fick die, ey. Vor allem, wenn es dann was Ernstes ist, wie bei mir, dumme Kuh. Boah, nervt mich das. Wir reden über meinen Versprecher. Was habe ich mich versprochen? Aus der Blute Lungen. Geil, habe ich gesagt. Ja, aber das sage ich dauernd sonst. Scheiß. Aus der Lunge bluten, aus der Lunge bluten, aus der Blute Lungen. Schlecht gegen, wie war das? Kampf ist schlecht gegen gut. Sie hat sich auch den Job ausgesucht. Ja, aber ich verstehe schon allgemein die Reaktion, dass wenn jemand daherkommt, der schon seit einem Monat Symptome hat und dann sich den Sonntag aussucht. Aber auf der anderen Seite, wenn es was Mildes ist, so, du musst auch arbeiten, ich muss auch arbeiten. Manchmal muss ich halt am Wochenende ins Krankenhaus, dann kann ich irgendwie, aber so, ja, aber bei mir war es ja ein Notfall. Ich bin ja nicht aus Spaß an einem Sonntag rein. Das war einfach... Definitiv der falsche Moment, aber sowieso solltest du sowas nicht an Patienten auslassen, wenn du genervt bist, an einem Sonntag arbeiten zu müssen.
Die hat sich sicher nicht die Sonntagsschicht ausgesucht. Ich glaube, die sucht sich niemand aus. Aber ja, Kampf ist unnötig, ging schlecht. Genau. Hallo, Sprinten auf Kuh. Rip, wie dich echt? Du bist ja regelmäßig in der Notaufnahme und die behandeln dich richtig scheiße. Kannst du nicht in eine andere Notaufnahme gehen? Kannst du nicht einen Beschwerdebrief schreiben? Ich kenne mich jetzt aus, ich sag dann schon Bescheid. Bei Kriege wusste jeder, der sich auskennt, was los ist. Ja. Hallo Fabian. Harter Tobak-Themen hier. Und weswegen wart ihr schon alle im Krankenhaus? Na, was treibt ihr gerade? Blutvergiftung. Okay, wegen was Ernstem wart ihr mal im Krankenhaus? Happens wieder mit seinen Möchtegern-Krankheiten. Nein, ich hoffe, du weißt, dass ich Spaß mache. Wie Blutvergiftung? Ich musste auch schon zweimal in die Notaufnahme mit Rosa wegen Blutvergiftung. Weil die so krass allergisch auf Mückenstiche ist, dass wenn sie von einer Mücke gestochen wird und die nur ansatzweise irgendwas Blödes im Rüssel hat, dann führen auf einmal schwarze Adern von dem Einstichort weg und dann kriegst du kurz Panik. Vor allem, wenn das auf einem Festival passiert. Hüftknochen abgebrochen, der das Band zum Bein gehalten hat. Zuletzt zu wegen zu langsamem Herzschlag. Boah, Rani, du bist auch noch groß. Leukämie, das ist scheiße. Dreck kann in eine offene Wunde und das hat sich dann entzündet. Hast wieder im Dreck gespielt. Nicht im Dreck spielen. Ich gebe gern Größe ab. Was ist dein Ruhepuls, Runny? Meiner ist ja 100. Nee, meiner ist, pass auf. Wenn mal mein Handy, meine Uhr die Nachricht wegmacht, mach die Nachricht weg. 88. Mein Geburtsjahr. mein Geburtsjahr. Oh. Der Puls von Krieger war insane. Ja, also ich habe hier nicht wegen. Ich habe mal irgendwas gehabt und dann habe ich mir ein. Also der Arzt hat gesagt, ich soll mir so ein Blutdruckmessgerät holen. Kostet 10 Euro oder sowas. Seitdem habe ich dieses Blutdruckmessgerät hier. Und ab und an, keine Ahnung, einmal im Quartal, wenn ich irgendwie denke, irgendwie ist mein Puls zu schnell oder irgendwie fühle ich mich unwohl, mache ich dieses Ding an und das beweist mir dann, dass mein Blutdruck einfach großartig ist. Das wäre das Erste, was ich gemacht hätte. Ich wäre aufgestanden, hätte dieses Ding angeschlossen und dann hätte dieses Blutdruckding einfach gesagt, hallo, 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 hallo. Und dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem ins Bett und wäre am nächsten Morgen zum Arzt gegangen. So wie er. Aber ich hätte wenigstens dieses Gerät, womit ich sofort das testen würde. Mein Ruhepuls schwankt manchmal. Er ist mal bei 50 und mal bei 42, an guten Tagen so bei 55. Wie kann man, also erstmal sowas verstehe ich nicht, weil mein Puls ist immer. Wenn mein Puls unter 80 geht, dann glaube ich schon so, oh mein Gott, wie gesund bin ich. Oh, ich bin so fit, unter 80er Puls, nice. Aber ja, meiner ist meistens bei zwischen 80 und 90. Jetzt ist er bei 93, aber ich reg mich auch auf.
Aber was kann man gegen zu niedrigen Puls machen? Ich meine, eigentlich ist es ja etwas, was man will, ne? Aber ich muss die. Weil Rosa hat auch einen super niedrigen Puls. Ich will die Uhr mal ihr anlegen im Schlaf. Und dann mal schauen. So 20. So ein Schlag die Minute. So wie Mr. Burns Herz. Oh, mein Herz. Es frohlocket vor lauter Liebe. Zoom in den Brustkorb. Ikonische Stelle. Als Kind alle Zähne im Oberkiefer an einem Fliesentisch ausgeschlagen. Nice. Kannst du jetzt wenigstens einen coolen Partytrick machen, wenn jemand, keine Ahnung, auf einer Party einfach so alle Zähne rausnehmen? Ja, du hast wahrscheinlich feste Fakes jetzt drin, oder so? Nicht Brücken, ich hab Brücke. Hab ich geprügelt. Nee, ist angeboren. Voll lame. Aber ja, aua. Nur bei so klassischen Sachen wie zu schnell aufgestanden, sonst alles in Ordnung bei mir? Also, mir wird immer schwarz vor Augen, wenn ich aufstehe. Ich muss normal aufstehen und ich bin so, hui. Aber wir sind groß, Runny, das ist normal. Aber ich habe auch einen normalen Puls. Du hast 40er Puls. Das ist halb so schnell. Das ist weniger als halb so schnell wie meiner. Wie kommt Blut überall, überhaupt irgendwo hin bei dir? Du bist größer als ich. Runny ist größer als ich. Ich hatte Runny schon im Arm. Runny ist so groß. Wie? Was macht man gegen zu niedrigen Puls? Adrenalin nehmen. Rauchen. Ganz viel rauchen. Ist dann quasi das Heilmittel, alles kacke zu machen, sodass dein Puls steigt? Ich verschreibe Ihnen hiermit, immer gestresst zu sein. Mr. Runny, bitte seien Sie mehr gestresst. Ihr Puls ist zu niedrig. Okay, gibt's noch andere? Ja, 10 Kaffee in einer Stunde. Okay, und ich möchte Sie so wie Fry in Futurama sehen, dass Sie Geruch sehen können. Nach 100 Kaffee. Ich wurde wegen dem Puls so oft untersucht. Der Puls ist zwar meist langsam, aber mein Herz schlägt regelmäßig. Das ist ja das Wichtigste. Ich darf einfach nur keine Medis nehmen, die den Puls verlangsamen. Das steht hoffentlich in deinem Handy drin. Ich weiß nicht, wie sehr das sind hier Ärzte, die sich jetzt wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit schon denken, oh mein Gott, was labert ihr alle? Weil man kann ja inzwischen im Handy hinterlegen, Notkontakte, Blutgruppe, wobei Blutgruppe irrelevant ist, aber Organspender, kann man es hinterlegen. Und ich hoffe, weil ich finde es voll cool, ich hoffe, dass Ärzte wirklich oder halt Notfallärzte darauf ausgebildet sind, das Handy zu checken von der Person und da drauf zu tippen, um diese ganzen Infos abzulesen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, sowas. Bitte keine Medizin geben, die den Puls niedriger macht. Es tangiert mich nur peripher oder gar nicht. Hm. Ja, ich habe auch, ich habe immer gedacht, ich habe zu hohen Puls und hatte Angst deswegen. Und dann habe ich mal wegen was anderem aber ein Langzeit- oder ein Stress-EKG gemacht, also wo du so auf dem Rad bist und einfach powerst, solange du kannst und so dich so fertig machst wie möglich und es wird alles gemessen. Da war auch so, ja, ihr Puls geht ziemlich schnell auf 120 hoch, aber dafür ist er genauso schnell wieder runtergegangen, als sie aufgehört haben zu radeln. Und solange das passiert, solange du einfach sehr schnell wieder auf Normalphase kommst und solange natürlich der Herzrhythmus normal ist oder gleichmäßig, hat er gesagt, ist das alles okay. Aber trotzdem wäre es natürlich besser, einen ruhigeren Puls zu haben, aber das liegt daran, dass ich einfach krass unsportlich bin. Aber alles hier sind keine ärztlichen Tipps. Geht zum Arzt, nutzt euer Geld, dass ihr der Krankenkasse in den Maul werft, in den Maul. Du bist ein Kickli, I'm Shadow. Geht zum Arzt, einmal im Jahr und holt euch Bluttest und
Lasst euch einen Finger in den Pobbes stecken. Akuma, du bist ein Lextremo. Leute, wenn mir irgendwann mal ein Pokémon-Name nicht einfällt, ruft 911. Ich bin so perfekt in Pokémon-Namen. Nein, bitte nicht. Pass auf, das fällt mir nicht ein. Okay, wenn mir bei so einem Pokémon der Name nicht einfällt, dann müsst ihr wirklich Angst haben. Das ist ein Tangela. Sanyala, du bist ein Tangela. Rizeros. Ist die Shiny Chance immer 1 zu 4000? Ja. Schillerpin wirkt nicht bei den Regis. Wie groß bist du? Ich bin 1,92. Ich weiß, ich sehe nicht groß aus in meinem Bild, aber ich sitze. Die Kamera kommt auch von oben. Bist neu im Stream dabei, nachdem ich die letzte Woche über die gesamten Originlex-Playlists und noch ein paar andere Videos durchgeschaut habe? Nice, dankeschön. Eventuell bringen sie ja noch mehr von solchen Verteilungen zu Meloetta. Ja. In der Verkündung steht, dass das erste ist. Das heißt, wir können auf andere Sachen hoffen, aber wir wissen natürlich nicht, ob das genauso cool ist. Ich habe geschummelt, ja, weil du einfach Plateauschuhe anhattest. Aber das ist okay. Ich meine, durch die Plateauschuhe bist du noch weiter vom Erdkern entfernt und somit ist das besser für deinen Puls, weil du weiter in der Atmosphäre bist und somit quasi mehr schwerelos bist als ich und somit dein Herz weniger arbeiten muss. Das ist alles medizinisch. Du kannst eigentlich die Plateauschuhe von der Steuer absetzen, weil es ist medizinisch. Weil du so einen niedrigen Puls hast, musst du höher sein, um weniger Schwerkraft abzubekommen. Das ist alles bewiesen. Danke, Sprinten. Alles Salted Karamell, hallo. Du bist ein Pappnase-Zuschauer, ich erinnere mich an dich, weil wir haben ein Pokémon nach dir benannt. Okay, Kalex, wir gucken, was das ist und ich beweise mein unglaublich gesundes Gehirn. Die Weltteil. Hier, warte, ich mach noch nicht mal so, ich mach so. Lopunny. Lunala. Tintenfisch. Enteron. Wahrscheinlich Boreos. Dengo? Einfach nur Dengo, ne? Enekoro? Da bin ich mir nicht sicher. Außen sind Leute vor der Tür. Es klingt so, als ob die hier drin wären, als vor der Tür. Die Iren wieder am Schreien. Denglu. Denglo. Das ist Enekoro, oder? Eyo. Mehr. Ah, Bämon. Ah, ich wollte zuerst Igamaru sagen, aber mir ist der Name Igamaru nicht eingefallen. Und da dachte ich mir, es sieht eigentlich auch aus wie Bämon. Okay, aber jetzt noch eins für dich, Kalex. Ein schweres. Okay, das könnte schwer sein. Was ist das? ¢30 retten Leben. Solange sich das nicht mit Go verbinden, genau. Das ist halt echt so. Das Shiny Victini nur, wenn du einen perfekten Go-Dex hast. Inklusive aller Darks, aller Shadow und erlösten Pokémon. Was ist das? Das frage ich dich, Kalex. Du hast es eingelöst. Was ist das?
Muss man für das Melo eigentlich alle Pokémon gleichzeitig in Home haben oder reichen die Einträge in Home? So wie ich in meinem Video gesagt habe, sind das einfach nur Pokédex-Einträge und du musst einfach einmal das Pokémon aus Paldea registriert haben in Home. Nimmst das Pichu, rein, zurück, entwickeln, rein, zurück, entwickeln, rein. Dann hast du alle drei im Pokédex. Taubsi. Falsch. Rotom. Noch mehr falsch. Shiny Rotom. Also Kalix, also bitte. Geht's dir gut? Das üben wir nochmal. Das üben wir hiermit. Was ist das hier? Wir können ja immer jetzt sagen, wir überlegen nicht, was für ein Pokémon es ist, weil es ziemlich offensichtlich ist. Was ist die Signature-Attacke von diesem Pokémon? Ich wäre für Schrei mich tot. Oder Mondgewalt. Golxi? Golpi, wenn dann. Das ist kein Pixie, das ist ein Pipi. Ist das nicht Pummeluff? Nein, das ist Pipi. Pummeluff hat runde Ohren, Pipi hat spitze Ohren. Aber das hätte ich gerade auch nicht gedacht. Pipi hat auch so eine Welle? Ich dachte nur, Pummeluff hat die Welle. Die Strähne? Nee, das ist ein Pipi. Pummeluff hat runde Ohren. Jetzt muss ich mir einen Pummeluff anschauen, was? Ja, Pummeluff hat richtige Ohren, Mann. Das ist ein Pummeluff. Ja. Jetzt geht's nicht mehr weg. Seht ihr es? Ja, ihr seht's. Okay. Pummeluff hat richtige Ohren. Pixie hat Stupsels. Pipi-Strahl. Okay, Pipi-Strahl. Signature-Attacke, Pipi-Strahl. Vom Pummeluff hat nur so eine Strähne, aber Pipi hat eine richtige, runde, perfekte Locke. Hallo, Bizo. Wie lange machen wir noch? Wo sind wir eigentlich? 1944. Da muss ich auf 1988 wegen meinem Geburtsjahr. Ich muss es immer dazu sagen. Und 5219. Hm. 52. Ich habe 5000 angefangen und 1800. Ich habe 144 Regis gesehen und 220. Krass, was da der Unterschied ist. 5288. Okay, wir müssen nicht alles auf 88 machen. Nicht mal bis halbe Orts. Das wäre 2048. 2048. Hallo, Melli. Danke, Melli. Raid. Sorry. Dankeschön. Danke, danke. Take my breath away. Ich will jetzt wieder gute Musik und nicht so schnulzen. Hören wir doch J-Lo, die neue Flugarena-Leiterin in Gen 5. Aber das ist Destiny's Child. Trotzdem. Ist doch Game Freak egal. Hauptsache sexy.
Ich weiß gar nicht, ob ich heute kochen soll. Ich frag mal. Butter Chicken? Nein. Ich bin nicht so vorhersehbar. Menno. 5222, es ist zu gut. Es ist vorbei. Nein, heute gibt's Bolognese. Also, wenn ich kochen soll. Letztes Mal, als ich Bolognese gemacht habe, war sie perfekt. Und das nur, weil Rosa so lange nicht nach Hause gekommen ist. Weil die S-Bahn nicht gefahren ist und dann hat es super lang geköchelt und es wird immer so viel besser, umso länger es köchelt. Also langsam bin ich jetzt auch ungeduldig. Jetzt die eine Person, die vorhin gesagt hat, hallo, 5000, voll krass. Ich finde, jetzt ist Zeit. Ne, bei Regi Drago gehe ich auf 2000, dann sind wir da 200. 200 nur? Oh. Ist doch egal, wir kriegen eh bald in Pokémon Home alle Shinies geschenkt. Regi Drago ist bestimmt als nächstes dran. Stellt euch mal vor, wie Game Freak das einfach alles kaputt machen könnte, indem sie sagen, hey, in Pokémon Home könnt ihr jetzt, wenn ihr ein Pokémon habt, einfach die Farbe ändern. Nicht nur im Pokédex, sondern einfach beim Pokémon die Farbe ändern. Und alles ist für'n Arsch. Ich glaube, die Leute gehen auf die Straße. Hallo Frankie. Fast 2000 mehr als ich. Okay, dann gehe ich auf 2001. Dann habe ich 2000 mehr als du gesehen. Fun Fact zur Kochzeit von Bolognese. Ursprünglich hat man Bolognese nur eingekocht, weil das Fleisch so zäh war, dass man es unter 6 Stunden Kochzeit einfach nicht kauen konnte. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das stimmt. Wenn ihr in die Vergangenheit zurückreisen müsstet, wie weit würdet ihr zurückreisen? Aber es muss mindestens weiter als euer Leben sein. Ihr könnt nicht sagen, oh, gestern war ein schöner Tag. Ihr könnt nicht sagen, oh, so mit 3 war es ganz geil. Müsstet? Ja, wenn, also du darfst nicht in die Zukunft reisen, meine ich. Ich glaube, wenn du Zeit reisen müsstest, dann würdest du die Zukunft auswählen, oder? Und wahrscheinlich nicht zu weit, aber sagen wir so 50 Jahre in die Zukunft. Ja, wahrscheinlich immer noch. Wobei 80er wäre auch cool. 70er, 80er, 90er würde man vielleicht nochmal erleben wollen. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, ihr würdet so viel einbüßen. Obwohl 70er, 80er cool ist. Aber wenn ihr sowieso euer Handy nicht wirklich braucht, aber ihr würdet nicht mehr, ihr müsstet richtig telefonieren wieder. Ihr hättet keine E-Mails, ihr hättet kein Internet. Ihr müsstet Pong spielen, wenn ihr Videospiele spielen wollen würdet. Und ihr könnt einfach nicht sagen, dann würde ich es halt erfinden. Nein, ihr könnt nicht auf einmal einfach Call of Duty erfinden. 50er im Amiland? Warum 50er? Willst du Mafia-Boss werden? Du willst nicht in die Zukunft? Wenn, dann sehr wenig. Nur so 30, 40, 50 Jahre in die Zukunft. Aber da ist halt das Ungewisse. Aber sobald du in die Zeit zurückreist, müsstest du einiges an Bequemlichkeit wahrscheinlich einbüßen. Du willst gar nicht Zeitreisen. Hallo, ich sag aber, du musst. Die Arcade-Zeit im Amiland? Und ich sage, ich muss nicht. Hallo, du spielst nicht mit, du musst mitspielen. Du kannst nicht einfach sagen, dass du nicht mitspielst. Wenn du nicht mitspielst, dann bist du ruhig. Aber du kannst nicht einfach sagen, dann spiele ich nicht mit. Du mohoist. Du hast geschrieben, also spielst du mit. Spielverderber. Ich bleib bei der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Also 1750? Was denkst du, dass da Drachen sind? Oder warum willst du in 1750? Ich würde Zeitreisen zum Release-Tag von ZA, aber das weißt du nicht. Das heißt, entweder du zeitreist an die Stelle, wo es noch nicht draußen ist, oder wo es schon längst draußen ist. In welchem Alter muss ich zeitreisen? Dein Alter jetzt. Darf ich mein Gehalt von heute mitnehmen? Nein, du zeitreist auch nackt. Weil es ist nicht so wie in Superheldenfilmen. Wenn du zeitreisen würdest, dann könntest du nur deine organische Masse mitnehmen. Du kannst nicht einfach einen Koffer mitnehmen. Ich gehe zurück und schaue zu, wie Hessel auf die Mauer einreißt. Du bist jünger als ich, ne? Das heißt, du warst dann noch nicht am Leben. Ich war da halt schon am Leben. Ich habe als Baby mitgetanzt. I've been looking for... Die Windel über mir so. Ja, ich glaube, man könnte sich auch schnell dran gewöhnen, wenn man 70er, 80er, 90er nimmt. 90er ist ja sogar schon einiges da. Aber auch 70er, glaube ich, wäre cool zu erleben. Aber du würdest halt erstmal richtig so Technologie quasi, wie heißt das? Wortfindung. Entzug. Du gehst auf Technologieentzug. Nichts googeln können. Du müsstest wirklich rausgehen und kein Lieferservice. Du musst in den Laden gehen, um dir einen Anzug kaufen. Oder alles. So eine Übergangszeit vom Mittelalter zur Moderne, so Industrialisierung. Der Anfang vom Untergang, die Industrialisierung. Redet ihr von Huge or Seven versus Wild? Was? Woodstock? Ja, halt sowas. Aber es kann auch super untoll sein. Das war vermutlich eine spannende Zeit. Deutschland gab es noch nicht so wirklich. Alles war für sich. Europa war noch nicht geformt und stabil. Alles war langsamer und man musste wirklich überleben lernen und so weiter. Ich denke, dass das 18. Jahrhundert spannend war. Ich glaube, spannend war alles zu der Zeit. Ja. Ich weiß es nicht. Ich spiele nicht mit. Beweis mir das Gegenteil, dass ich nichts mitnehmen kann. Hallo, ich bin der Game Master. Das sind meine Regeln. Ich glaube, wenn Zeitreisen irgendwie möglich ist, physisch, wissenschaftlich, dann glaube ich nicht, dass du einfach einen Koffer mitnehmen kannst. Dann kannst du froh sein, wenn deine Zellen überhaupt ankommen in der richtigen Anordnung. Ich gehe zurück in die 70er und sage Thomas Gottschalk, dass man auch dienstlich niemanden anfasst. Der Lüstmolch. Der Tommy. Arthur Conan Doyle treffen oder Tolkien? Oder Disney? Hey Disney, voll cool, sie... Oh nein. Mr. Walt. Ist das ein Künstlername? Das muss doch ein Künstlername sein, weil es gibt doch... Gibt es Leute, die Disney heißen? Oder werden die sofort von Disney verklagt und müssen ihren Namen ändern? Aber ich bin seit 20 Generationen, heißt meine Familie so. Auf
3 Milliarden verklagt. Ich habe letztens eine Miauts Genau Podcast-Folge gehört, so ein bisschen. Da reden sie auch über den Mr. Beer, das Kind, was damals die 150 Pokémon auswendig konnte. Was ja, ich meine, come on, reih dich ein. Aber das war ja damals so krass, weil die ganzen Erwachsenen fanden Pokémon ja so kacke und unbesonders und eine dumme Phase oder so. Mann, waren die dumm. Und in der Folge sagt auch Thomas Gottschalk so Sachen wie damals haben die intelligenten Leute irgendwie sowas wie damals haben die intelligenten Leute Zeitung geguckt und die dummen Leute Fernsehen. Oder wie war's? Damals haben auf jeden Fall die intelligenten Leute Zeitschrift gelesen. Heute schauen die intelligenten Leute Wetten das und die dummen Leute schauen Big Brother. Was okay, muss man jetzt nicht unbedingt. Oh mein Gott, das Ding geht gleich aus. Kann man jetzt sagen, okay? Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass nur intelligente Leute Wetten das geschaut haben. Weil wenn man das mal vergleicht mit heute, was da abgegangen ist bei Wetten das, was für stupides, dummes Fernsehen das eigentlich war. Dass jemand, was war das? War da nicht auch irgendwann mal etwas, dass jemand Klopfropfen wirft an nackte Rücken von Frauen oder irgendwie sowas und die dann kleben bleiben? Irgendwie sowas? Also das war doch, es ist schon lustig, wie Thomas Gottschalk damals behauptet hat, dass Wetten das nur für intelligente Menschen ist. Ist es nicht das entertaining reichste Programm damals gewesen, was einfach nur so stupide, dumm auf, wie sagt man, faszinierend so auf entertaining ist, ohne irgendeinen Mehrwert zu bieten, der auch nur irgendwie intelligenter macht? Mein 3DS geht gleich aus, einen Moment. Ich denke mir die ganze Zeit, dieser rote Leuchter am 3DS, die bedeutet doch was, aber die ist doch eingesteckt. Und ist mir eingefallen, nein, der 3DS ist ausgesteckt wegen der PlayStation. Sword of the Demon King, dankeschön für 5 Subbits, dankeschön. Wie ich an Wetten das denke, kommt sofort der Unfall in den Sinn. Deswegen haben sie ja danach auch aufgehört, weil genau das das Problem ist. Verständlicherweise. Demon King, du bist hier auf dem Zettel. Dankeschön für 5 Subs. Er möchte wieder die letzte Folge Wetten, das machen. Ihm ist langweilig. Beste Wette war, ich schladder den Wassernapf schneller leer als mein Hund. Ja. Also ich glaube, da war es Musikantenstadel, intelligenteres Fernsehen. Ja, wobei. Ich meine, ich habe das auch immer geguckt. Wetten, das war, ne, als Kind, ich habe das immer, wir haben das alle geguckt. Aber Wetten, das, weil du gerade sagst, Happens, ne? Das habe ich hier schon auch öfter erzählt. Aber an dem Tag von dieser letzten schrecklichen Wetten, das Folge hatte ich bei mir eine Party zu Hause. Ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht war es mein Geburtstag. Müsste man jetzt gucken, wann das war. Wenn es im Dezember war, dann war es mein Geburtstag. Aber ich habe auf jeden Fall eine Party zu Hause. Und ein Kumpel kommt an bei mir und sagt, hey Leute, wir müssen Wetten, das anmachen, das läuft heute. Ein Kumpel von mir macht da eine Wette. Und ihr wisst jetzt schon, was das bedeutet. Der Typ, der über das Auto gesprungen ist, oder, nicht wirklich übers Auto gesprungen ist, leider,
war ein Kumpel von einem Kumpel von mir damals aus der Uni-Zeit. Und wir haben alle auf diesen Fernseher geguckt, dass das passiert ist. Und er hat danach gesagt, also es ist passiert, dann ist das Bild ja so schwarz oder Notfallsendung geworden. Wir sind gleich wieder zurück oder sowas. Und hat er gesagt, Leo, ich muss gehen. Sorry. Happy Birthday, aber ich gehe jetzt. Er sah irgendwie das sofort nicht dahin, aber halt zu seinen anderen Freunden, die den auch kennen und sowas. Das war crazy, dass das irgendwie so, dass man da so verknüpft ist. Einfach auf meiner Party, wo wir zu 40 einfach getrunken haben und Spaß gemacht haben, haben wir im Hintergrund den Fernseher laufen lassen mit Wetten, dass. Und einer meiner Kommilitonen hat einfach den gekannt und wir hatten deswegen das Fernsehen an und dann ist das passiert. Also es ist krass allein so, aber es ist wieder so, dieses Universum bringt so alles zusammen, was eigentlich super unwahrscheinlich ist. Aber es ist alles ein Dorf, jeder kennt jeden. Ich wollte auch immer die Kinderwetten machen, aber konnte keine Tricks. Es gab bestimmt Eltern, die dann sich immer so bei Wetten, dass zu ihren Kindern gedreht haben, gesagt haben, lern du mal was. Was können wir dir beibringen, dass du da uns... Haben die eigentlich Geld dafür gekriegt? Haben die Geld... Die haben doch Geld gewonnen oder so, wenn... Naja, am Ende wurde dann entschieden, wer die beste Wette hatte, egal ob verloren oder gewonnen. Und dann, die haben, glaube ich, Geld gekriegt. Die Kinderwetten waren nicht im Voting. Ja, das wäre komisch. Wahrscheinlich waren sie nur nicht im Voting, weil sie die anderen dann gesagt hätten, ja, die wählen doch nur, weil die Kinder so süß sind. Die dürfen nicht mitwählen. Denen wurde zumeist sowas wie ein Wunsch erfüllt, out of voting. Aber allgemein, ich wusste gerade nicht, ob man überhaupt davon was hatte, wer da mitgemacht hat. Ach, und dann das mit dem Pokémon, das war wahrscheinlich dann auch eine Kinderwette, weil der war ja super kleines Kind. Das war echt hart anzuhören. Also als ich den Miauts genau Podcast angehört habe, hat er auch immer wieder Sachen von Thomas Gottschalk aus der Sendung halt eingeschalten. Und es ist so, oh, wie einfach vom Publikum und von allen da Anwesenden und vor allem von Thomas Gottschalk Pokémon als so lächerlich hingestellt wurde. So von wegen der kleine, ich habe den Vornamen vergessen, aber er hieß mit Nachnamen Bier. Der kleine Mr. Bier hat 150 Pokémon auswendig erkannt. Wenn ich ihm ein Pokémon zeige, kann er den Namen, das Gewicht, das Alter, alles auswendig aufsagen und hat dann immer so dumme Witze gemacht, dass man doch was Gescheites lernen soll und dass das doch nicht, weißt du, führt eine Sendung, wo alle seltsame Sachen machen, aber macht dann sowas nieder. Es war wirklich so unangenehm, so. Es hat mich daran erinnert, wie gar nicht vor so langer Zeit, vor einem Jahr, glaube ich, inzwischen aber schon wieder, hat ja ein relativ junger Typ, ich würde nicht unbedingt sagen Kind, aber es ist schon, ich glaube, der ist nicht mal 16 gewesen, inzwischen ist er vielleicht 16. Wie heißt der nochmal? Bluey? Bluxy? Ein Streamer, ein wirklich junger Typ, 14, 15, hat den Tetris-Rekord gebrochen. Und zwar, das ist voll krass, wenn man sich das anschaut. Es gibt auch eine Doku von Summoning Salt inzwischen über den. Das ist so insane, was der geschafft hat. Der hat quasi Tetris so lange gespielt, bis das Spiel abgestürzt ist. Und das Spiel stürzt nur ab, wenn du über ein gewisses Level kommst. Und da ist noch nie jemand hingekommen an dieses Level. Und er hat es geschafft, dass Tetris abstürzt. Das heißt, er war für diesen Moment der beste Tetris-Spieler, den es je gegeben hat. Und er war halt 15. Und das ist allein schon krass, dass ein 15-Jähriger oder 14-Jähriger einfach ein Spiel spielt von 1980, 85, weiß nicht. Tetris halt.
NES-Tetris. Das finde ich allgemein so cool, dass so junge Leute sich für so Geschichte, Videospielgeschichte interessieren und dann darin gut werden. Das ist unfassbar, was die mechanisch und mit ihren Fingern machen können müssen, um Tetris so spielen zu können. 1984. Und dann gab es halt wirklich auch Berichte über den im Fernsehen in Amerika und sowas, dass einfach ein 14-Jähriger Tetris durchgespielt hat. Weil eigentlich kannst du das Spiel nicht durchspielen, es geht eigentlich unendlich weit, aber halt nicht wirklich unendlich. Und dann gab es halt auch eine, die ist halt dann viral gegangen, die halt dann gesagt hat, das Kind soll mal lieber rausgehen und draußen spielen und hat halt so getan, als ob das nichts ist. Und das tut immer so weh, weil das ist einfach, das ist ein Accomplishment, was ein 15-jähriges Kind, ich weiß, es ist nur ein Videospiel. Und natürlich ist es krasser, jetzt irgendwie Krebs zu heilen oder so, aber 99,9% der Menschheit wird nicht so etwas Krasses schaffen, leider. Das ist, wenn ihr euch das anschaut, die Summoning Salt-Doku darüber, das ist so unfassbar schwierig, Tetris durchzuspielen. Es gibt nur eine Handvoll von Leuten. Tetris ist so faszinierend. Es gibt nur eine Handvoll von Leuten, die das ansatzweise überhaupt annähernd so schaffen. Und dann kommen irgendwelche dummen Erwachsenen, die das runterspielen. Gab es nicht jetzt einen 16-Jährigen, der wieder auf Level 1 gekommen ist? So weit war er. Vielleicht war das der gleiche. Aber ja, es wurde jetzt geschafft, aber nur durch einen Mod, der quasi diesen Absturz verhindert. Weil das war ohne Mod. Weil irgendwann sagt, das Spiel versteht es nicht mehr und stürzt ab, weil es zu weit ist. Aber du kannst mit einem Mod halt verhindern, dass das passiert, dass es abstürzt. Und dann sagt das Spiel irgendwann, wir können nicht weiterzählen, wir fangen wieder bei 1 an. Das hat jemand letztens geschafft und es war, glaube ich, nicht der gleiche. Stimmt, es war irgendein anderer, sehr junger Mensch. Die Reaktionsfähigkeit, die du da haben musst, ist unfassbar. Taylor, hier, deine Fusion aus 6 und 94. Creepy. Creepy. Du hast deine Reaction gesehen, als er es geschafft hat. Vor allem, der ist auch noch cool so. Ist einfach ein cooler, junger Typ, 15, 16. Und spielt einfach Tetris mit seinem Handschuh. Und dann, bam, stürzt das Ding ab. Die Reaktion war mega. Cooles Gengar. Ein Gengar aus einer anderen Dimension, in der Pokémon Pikomon heißt. Hab ein bisschen gehofft, dass es genau andersrum ist. Ja, dann musst du ändern. Also 6 ist Glurak, das heißt, also das zweite ist immer der Körper, der genommen wird. Die zweite Zahl ist das, was präsenter ist. Du kannst die Zahl umdrehen. Einfach Tetris. Ich kann euch das nur empfehlen. Es ist eine ewig lange Doku von Summoning Salt, weil es darüber so viel zu erzählen gibt. Also es ist wirklich es ist ein Kino. Es ist so gut. Wie jedes Video von ihm so ungefähr. Und es ist so faszinierend, weil an einem Punkt, ab einem gewissen Level, musst du eine Technik lernen, die Rolling heißt. Weil irgendwann fallen die Tetris-Steine so schnell, dass es nicht mehr möglich ist, halt den Stein überhaupt in eine Richtung zu bewegen, was einfach frupp, frupp runtergeht. Und dann lernt ihn die Technik genannt Rolling, bei der sie den Controller umdrehen. Und auf der Rückseite quasi machen sie so. Nur noch schneller. Ich kann sogar relativ gut sowas, weil ich das über Schlagzeugmäßig mache. Und auf der anderen Seite vom Controller halten sie die Taste gedrückt in die Richtung, in die sie wollen. Das
Das heißt, sie drücken nicht die Taste dreimal nach rechts, sondern sie machen einmal in einer Sekunde oder in weniger als einer Sekunde so. Und dadurch bewegt sich es dann dreimal nach rechts. Oder sie machen es viermal oder zweimal bloß oder fünfmal. Oder fünfmal macht keinen Sinn. Aber halt um den Stein innerhalb von dieser weniger als einer Sekunde der Stein darunter fällt, einfach komplett nach rechts, komplett nach links oder zwei nach rechts, drei nach links zu machen, rollen sie ihre Finger auf der anderen Seite des Controllers, was dann den Controller in den Finger drückt für drei minimale Schläge, um den in diesem kurzen Abstand nach unten zu bringen. Das ist so faszinierend, wenn die ab diesem Level sind und die streamen das live und unterhalten sich ganz normal, besser als ich mit ihrem Chat. Und währenddessen machen sie an die richtige Stelle und machen Tetris, 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 Tetris. Und denken sie, wie? Dann schreiben Leute rein, wie machst du das nur, die Reaktionsfähigkeit. Und sagt er, ja, im Moment sind wir noch Low Levels, voll einfach. Ich kann ja sehen, was als nächstes kommt. Und du siehst immer den nächsten Stein, der kommt. Und ich denke mir, wo guckst du überall hin, dass du realisierst, was der nächste Stein ist? In welche Position du musst, wie schnell du machen musst. Also Tetris. Was? Und dann kommt eine dumme Reporterin und sagt, lern was Gescheites. Es ist so krass. Ball. Das ist der falsche Knopf, sorry. Das ist einfach ein Random. Weil das ist nämlich, ich dachte mir gerade, das ist Gramokles mit Mamfaxo? Oder ein Voltoball? Voltoball wahrscheinlich. Sorry, du bist das hier. Das ist süß. Die Kampfente. Endlich wehrt sich mal ein Porenta dagegen, in den Kochtopf geschmissen zu werden. Die Pekingente kämpft zurück. Die Rache der Pekingente. You mess with the duck, you get the bonk. You mess with the duck, you get fucked. Okay. Anders. Anderer cooler Spruch. Cute. Okay, wo sind wir? 1965. Okay, ich mach bis 2000 und vielleicht, weil es schneller geht, bis 5300. Dann habe ich da 300 gemacht und da 200. Nein, 2000 ist schöner. Das ist nur sauer und nicht süß. Den hast du dir verdient. Dauert aber noch. Am Samstag haben wir Party. And Tiny, du bist ein Geronimatz. Am Samstag laden wir Leute ein, quasi um die Wohnung einzuweihen. Und wir kochen zusammen. Was machen wir? Ah ja, wir machen Hotpot. Chinesischen Hotpot. Und eigentlich Teigtaschen, aber ich habe gesagt, es ist viel zu viel Aufwand. Lass die Teigtaschen weg. Machen wir lieber einen schönen Salat mit Glasnudeln und Chicken Wings. Vielleicht mache ich noch Butter Chicken. Nein. Ich will mit meinem Butter Chicken mehr angeben bei Leuten.
Entspannt, ja. Es heißt aber, am Freitag muss ich die ganze Wohnung putzen und Zutaten einkaufen gehen. Aber ja. Ich versuche dann die Musik zuerst so ganz normal, was Leute so hören. Und dann immer mehr so leichten Metal-Einfluss. Und irgendwann sind wir knallhart am Deathcore hören und ich habe Leute überzeugt. Aber ich glaube, das passiert nicht. Dann mache ich einen Horrorfilm im Hintergrund an. Dann mache ich The Substance an. Runny, hast du The Substance gesehen? So ein guter Film. Und dann, wann gehen wir zusammen Terrifier 3 anschauen? Er soll gut sein. Wann machst du endlich einen Kochstream? Niemals! Nö. Terrify wird mir schlecht, dann wird dir bei The Substance erst recht schlecht. Okay. Menu. Ich habe am Wochenende zwei Klassiker angeschaut. Das eine habe ich gestern schon gemeint, großartiger Film. Ich hatte ihn nie gesehen. Dead Poets Society, Club der Toten Dichter. Sehr schöner Film. Am Anfang ist er so ein bisschen slow und dann merkt man so, okay, der Film hat Gravitas. Oh, die Gravitas. Gute Final Fantasy-Attacke auch. Und, aber, den wollte ich schon immer sehen, dachte ich mir, okay, Klassiker. Aber einen Film, wo ich mir nicht sicher war, ob ich ihn mag, weil ich allgemein die Filme von Stanley Kubrick nicht mag, war, und das habe ich, glaube ich, so gut wie alle gesehen, war Clockwork Orange. Nie gesehen, wollte ich schon immer sehen. Ich mochte Shining nicht. Space Odyssey ist okay, ist gut. Ein bisschen zu, der Anfang ist zu lang und das Ende ist zu lang. Aber trotzdem krass, was dieser Film gemacht hat, als Space Odyssey. Crazy. Shining finde ich einfach ein dummer Film, schlecht gemacht. Aber ich kann verstehen, dass man ihn mag. Dead Poets Society mag ich. Wie kannst du sowas nur mögen? Das ist so tragisch. Aber Clockwork Orange? Ich bin mir unsicher. Ich dachte, es geht um was ganz anderes in dem Film. Ich dachte zuerst, es geht um den Film, einfach um sowas wie in Funny Games. Heißt der Funny Games? Ja. Funny Games ist einfach ein Film, wo du Leuten dabei zuschaust, wie sie Verbrechen begehen. Und ich dachte, das ist Clockwork Orange. Weil so wird der Film immer gezeigt, so dieser Typ mit seinem Glas Milch, wie er einfach Verbrechen begeht. Da dachte ich mir, okay, wird vielleicht so ein Film mit sinnloser Gewalt. Aber das ist nur der Anfang. Es geht voll tief dann rein in staatliche Macht und wie der Staat seine Macht ausnutzt und voll crazy. Also auch bereue ich nicht gesehen zu haben. Ich weiß noch nicht, ob er gut ist. Ich weiß nicht, ob der Film einen guten Job darin macht, diese Botschaft zu vermitteln. Ich glaube schon. Ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Ich mag tragisch. So tragisch. Ich habe letztens Joker 2 gesehen, wurde mir ein bisschen zu viel gesungen. Ich glaube, die Leute erwarten nicht, dass Joker 2 ein Musical ist, weil er nicht so verkauft wird. Aber wenn man es weiß, dass es ein Musical ist und dann schaut man sich den Trailer nochmal an, merkt man, oh ja, der Trailer zeigt sogar, dass es ein Musical ist. Ich werde ihn mir irgendwann anschauen, Joker 2, einfach zu sehen, ob er wirklich so schlecht ist. Also die große Allgemeinheit sagt, dass Joker 2 schlecht ist. Es kann auch sein, dass es so eine Art schlecht ist, von wegen, dass die breite Masse es nicht versteht. Und dass Leute, die es verstehen, keine Ahnung, aber es gibt auch Leute, die ich gesehen habe, die sagen, großartiger Film, die Leute verstehen es nur nicht. Und immer so ist so, ja, okay, das sagst du jetzt nur, um gegen den Strom zu schwimmen, aber kann ja sein. Beast, du bist ein FM.
Aber mir ist inzwischen bewusst, dass es ein Musical ist und ich mag Musical. Sweeney Todd ist, glaube ich, mein Lieblingsmusical. Großartiger Film. Großartiges Musical. Aber was auch viele sagen, ist anscheinend, dass der erste Teil oder der Joker-Film hat halt einfach super viel Base-Material, also Comics, woher die Geschichte so kommt. Denn der zweite Teil hat null mit Comics zu tun. Das heißt, die Macher von dem Film oder der Macher, so, die Leute sagen, das passiert, wenn kein gutes Material existiert, wo der Film darauf aufgebaut wird. Dass der erste nur gut war, weil er quasi von dem Material vom Comic arbeiten konnte, aber der zweite Teil dann deswegen schlecht ist, weil es kein... Aber weiß ich nicht. Weil ich kenne mich mit den DC-Comics null aus. Ich kenne mich allgemein mit Comics nicht aus. Nur mit Anime. Mangas. Ich habe gehört, Teil 2 macht die Story vom ersten etwas kaputt. Das habe ich noch nicht gehört. Aber das wäre dumm, weil der erste ist wirklich großartig. Danke fürs Glück, Fibu. Der erste ist wirklich genial. Aber ich war eigentlich zuerst voll geil so. Lady Gaga, ich finde die cool. Und der Trailer sah echt interessant aus. Und ich war wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass er schlecht ist. Irgendwann werde ich ihn mir anschauen. Aber wenn so viel negative Kritik existiert, dann will ich nicht ins Kino gehen. Da gibt es noch diesen anderen Film, der so krass gefloppt ist, was jeder aber vorher gesehen hat. Dieses Metropolis, der seit 20 Jahren in der Mache ist, der Film irgendwie. Von dem Filmmacher, ich den Namen gerade vergessen habe. Ich habe Ausschnitte von dem Film gesehen und es ist wirklich, also die Leute gehen in den Film quasi, um einen schlechten Film zu sehen. So nur Stars in dem Film, aber so eine schlechte Geschichte und die Leute lachen sich tot, wie schlecht er ist. Und sind alle geschockt, wie so ein guter Filmemacher so einen schlechten Film machen kann. Francis Ford Coppola, genau. Einer der Filmemacher. Den will ich mir auch irgendwann mal anschauen, um zu sehen, warum der so schlecht ist. Aber es soll einfach eine Katastrophe sein, dieser Film. Was halt insane ist bei den Schauspielern und bei dem Budget. Aber das ist halt wahrscheinlich auch das Problem, wenn du so einen großen Namen hast. Nee, Coppola, das ist nicht Scorsese, das wäre krass. Der ist von Coppola und... Aber es kann halt sein, dass er so einen großen... Ich habe mir mal einen Film angeschaut, ich habe mir mal... Video-Essay auf YouTube angeschaut über Metropolis, über den Film, warum der so gefloppt ist. Ich habe leider wieder viel vergessen. Aber ich denke mir immer, es sind halt diese Figuren wie Coppola, Scorsese oder auch in unserer Gaming-Welt hier Ding. Wer ist da? Metal Gear Solid-Typ. Kojima. Du wusstest sofort, wen ich meine. So Götter, denen du komplette kreative Freiheit lässt. Aber irgendwann machen diese Götter auch Fehler oder haben schlechten Geschmack oder werden alt oder checken irgendwas nicht oder sie gehen nicht mit dem Zeit, mit der Modernität mit und machen dann sowas Schreckliches wie Metropolis. Und ich habe das Gefühl, Kojima ist auch so ein komischer Gottkomplex-Typ, der, wenn du dem zu viel Macht gibst und da niemand existiert, der sagt nein, weil du, also das ist von Interviews und so, ich kenne den nicht, aber ich habe das Gefühl, keiner sagt zu Kojima nein. Und dann entstehen so seltsame Sachen. Und ich glaube, der reizt es auch aus. Und Death Stranding 2 sieht ja noch seltsamer aus als bisher alles, was existiert. Ich glaube, irgendwann wird es den Punkt geben, wo niemand zu Kojima nein sagt und jeder sagt nur großartig, was für ein Genie, wo wir bei so einem Punkt sind, wo ein sowas von abstruses, schlechtes Spiel rauskommt und diese ganzen Kojima-Fans dann auch sagen werden, nein, ihr versteht es noch nicht, was ja jetzt schon der Fall ist. Ja, Death Stranding ist ja die ersten, wir haben ja schon oft genug drüber geredet, die ersten 20 Stunden von Death Stranding sind einfach totlangweilig. Aber wahre Kojima-Fans, so wie ich auch, sagen, ah nein, ihr versteht es noch nicht, das muss langweilig sein, weil es geht darum, die Welt wieder aufzubauen und sowas.
Weißt du, aber das wird wahrscheinlich irgendwann noch auf die Spitze getrieben und es wird einfach so ein grottenschlechtes Spiel von dem gemacht. So wie Metropolis. Ist Death Stranding gut? Ich finde, Death Stranding ist großartig. Ich kann verstehen, dass Leute nicht in das Spiel reinkommen, weil die ersten 20 Stunden sind langweilig. Ich fand sie nicht langweilig, aber ich glaube, objektiv kann man sagen, in den ersten 20 Stunden im Vergleich zu dem, was das Spiel dann eigentlich bietet, sind die ersten 20 Stunden wirklich langweilig. Jeder sollte Death Stranding spielen, aber es ist halt schwer zu sagen, bitte, bitte spiel die ersten 20 Stunden. Ich weiß, sie sind langweilig, aber du musst dich durchkämpfen, damit es gut wird. Aber ich meine, Breaking Bad hat auch eine erste langweilige Staffel. Wenn nicht sogar die ersten zwei Staffeln und das sind auch mehr als 20 Stunden dann. Haha. Hallo Lizzie Summer, danke schön für 22 Monate. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob es Shiny Chance erhöht gibt bei den Event-Ausbrüchen, keine Ahnung. Wurde noch nicht gesagt. Aber wenn es nicht gesagt wurde, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so. Warum ist Bullet Train so schlecht bewertet? Bullet Train ist großartig. Ich glaube, das ist ein Film, der schlecht von den Kritikern bewertet ist, weil er so plemplem ist. Und die Fans sagen, wie großartig er ist. Oder? Also wenn du auf Rotten Tomatoes gehst und du stellst auf User, dann ist er, glaube ich, gut bewertet und die Kritiker schlecht. Weil Kritiker wieder einfach sagen, ja, aber es macht keinen Sinn, weil eigentlich muss man das so machen und es sie erzählt. Und ich meine, an einem Punkt fliegt Brad Pitt durch einen kompletten Zug und überlebt. Aber darum geht's. Darum geht's. Aber ein Filmkritiker sagt da vielleicht so, oh, das ist unlogisch. Keine Ahnung. War bei Ghostbusters genauso? Dem neuen Ghostbusters? Den fand ich nicht schlecht. Ich fand den gut, emotional am Ende und so. Ich fand den neuesten Ghostbuster echt gut. Heute ist meine GameCube von eBay gekommen. Nice. Jetzt nur noch drei weitere eBays bestellen. GameCubes bestellen bitte. Eines zu wenig. Lizzie Summer, es tut mir leid. Ich hab dich doch gesehen. Ich brauch ein bisschen. Ich bin alt. Habt ihr noch nicht gesehen, aber da waren die Meinungen von Rotten Tomatoes auch wieder auseinander. Echt? Bullet Train. Der Film ist super unlogisch. Die Action ist so, das ist also ein bisschen so John Wick 4 Action, wenn nicht sogar krasser. So Action, wo keiner eigentlich überleben sollte. Aber das macht nichts. Das ist der Witz an dem Film. Darum geht's. Das ist einfach ein übertriebener, dummer, lustiger. Aber der ist so lustig. Du wirst wirklich lachen bei dem Film. Der ist wirklich gut gemacht. Und auch spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass du die Sachen vorhersiehst, die passieren, finde ich. Das ist so Pulp-Fiction-Humor und so von den Abläufen so komplett querbeet, so verschiedene Fraktionen, die sich treffen, so Pulp-Fiction-mäßig. Aber halt die Action vom anderen Level, die komplett unlogisch halt ist, aber wenn du der Story folgst, ist das Absicht. Ich kann Bullet Train nur empfehlen. Und bisher, hier, Leute haben den gesehen, haben auch gesagt, so ein guter, lustiger, guter Film. Ich bin mit Schwarzenegger groß geworden, also sollte das auch ganz gut passen. Ja, es ist noch ein bisschen anderes Level als so ein Schwarzenegger-Actionfilm. Tschüss, Lizzie. Ich mag den gar nicht. Warum hören wir den?
Und die Lizzie bonkt. Folgert regt sich auf. Das hätte ich sein können, hätte ich nur 50 weitere Bonks gepostet. Hallo Markus. Wir haben es gleich. Du brauchst nur noch Pachirisu aus Kitagami für Meluetta? Also dann hast es doch schnell. Yum, yum, yum. Noch 10 Minuten, dann endlich Feierabend. Jetzt kündige doch endlich, damit du Fulltime Pokémon machen kannst. Wird doch mal Zeit. Was lässt du dich so einschränken von einem Job? Wer braucht das schon? Für PLA können sie auch mal Nafi verteilen. Sprich nicht diese gottlosen Worte. Manaphy und Jirachi werden nicht verteilt. Das muss man sich so verdienen, wie es möglich ist heute. Deine Frau hat was dagegen, wenn du kündigst? Nächster Punkt. Lass dich doch nicht einschränken von diesen Ketten der Ehe. Leo, Beziehungszerstörer. Neko, neko, ne, du bist ein Bisa-Knosp. Heute Abend ist, glaube ich, kein Silent Hill. Ich muss mal wieder nicht streamen. Eigentlich wollte ich heute das Gen 7 Skript anfangen und nicht streamen. Aber dann kam Meluetta und ich dachte mir, hey, jetzt habe ich heute schon ein YouTube-Video gemacht. Jetzt brauche ich nicht noch ein Skript schreiben. Dumme Denke, aber ich hatte Lust nach Meluetta noch ein anderes Shiny zu finden, aber das wird wohl nichts. Zwei Shinies, zwei Legi Mysteriöse an einem Tag, das geht nicht. Jirachi gab schon als Event, aber Manaphy noch nicht. Nee, Shiny Manaphy wurde noch nie offiziell verteilt. Manaphy ist streng genommen von Game Freak Shiny locked. Also nicht Shiny locked, aber halt einfach nicht verfügbar jemals gewesen. Ist ja nur, wie wir es shiny hunten, ist ja nur ein Umweg, der eigentlich nicht möglich sein sollte. Jirachi in Shiny, glaube ich, wurde schon mehrmals, vor allem damals, verteilt, ja.
Aber es gibt ja auch zwei Shiny Hunting Methoden. '88. Kannst du ja noch einen Meluetta holen mit dem zweiten Home-Account? Nö, weil, also ja. Und mit dem dritten, mit dem vierten, mit dem fünften. Aber ich habe halt kein... Ich müsste die Pokémon auch alle fangen, so wie du. Ich hab die nicht. Ich hab keinen stillgelegten Paldea Living Dex einfach rumliegen. Ich kann nicht einfach mit einem Klick die alle registrieren. Ich müsste die alle rüber tun und gucken, was fehlt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Achtung! Ach, das war schon. Das war das Giratina, was nicht shiny war. Okay, stimmt, ich hab's ja anders. Der Moment des Counts ist ja woanders. Kurze Frage zu den zwei Home-Accounts. Wie bekommt man alle Mons von einem auf den anderen? Weil nur Capo reicht ja nicht. Alle Mons. Ich habe das letztens erst gemacht. Deswegen kann ich dir das ganz genau sagen. Du könntest, wenn du alleine bist und niemand hast, also so wie ich heute im Meluetta-Video es beschrieben habe, musst du ein Spiel als Zwischending nehmen. Also überträgst alles zum Beispiel auf BDSP, die Gen 1 bis 4 Pokémon. Dann wechselst du den Home-Account, wählst den anderen Account aus und nimmst alle BDSP-Mons rüber. Das ist schon mal Gen 1 bis 4 komplett. Aber ja, es gibt Pokémon, die du nicht auf Switch-Spiel übertragen kannst. Und das sind Quaffaff, die Affen, guck mal da, fertig. Pandir genau genommen auch. Das zumindest aus BDSP kannst du nicht übertragen. Oder du kannst es nicht in BDSP übertragen, deswegen Pandir geht genau genommen auch nicht. Nincada geht, glaube ich, über Schwert und Schild, weil das ist auch verbuggt. Okay, schauen wir uns noch ein Giratina an, weil ich anscheinend Muscle Memory habe in der linken Hand. Deswegen musst du über Home tauschen. Aber beziehungsweise, wenn du die nicht auf der Switch übertragen kannst, was nicht geht, dann musst du sie halt wieder in Schwarz-Weiß fangen und von Schwarz-Weiß hochtransferieren auf dein neues Home, wenn du alleine bist. Wenn du zwei Handys besitzt oder jemanden, der dir aushelfen kann, dann tauschst du die schnell rüber auf den anderen Account. Also musst du halt in Home tauschen. Und ich habe das gemacht. Ich habe Rosas Handy genommen, mein Handy. Bei dem einen das eine Home, bei dem anderen das andere Home und einfach getauscht. Und dann hatte ich die restlichen, die es nicht auf der Switch gibt, halt auch auf dem Home-Account. Und dann habe ich mir Magiana holen können. Again. Aber musst nur aufpassen, du kannst in Home deinen Account nicht ändern. Du musst Home auf deinem Handy deinstallieren, neu installieren und dich mit dem anderen Account anmelden. Du kannst nicht einfach den Account wechseln im Home-Spiel. Deswegen entweder du schickst jemandem all die Pokémon und änderst dann deinen Home-Account, indem du den installierst und wieder installierst. Nimmst dann die ganzen Pokémon wieder an. Und um sie wieder auf den anderen Home-Account zu kriegen, musst du wieder alle einem Freund schicken und der dir dann auf dem anderen Account wieder alle zurück.
Oder du hast zwei Handys. Genau, für Meloetta reicht Kapu, aber für Magiana brauchst du halt alle und da gibt es nicht alle auf der Switch. Also gut wie, es dauert nicht so lange. Ich glaube, ich habe insgesamt eine Stunde gebraucht. Problem ist, in Home kannst du nur 10 Freundschaftstausch auf einmal machen. Ich glaube, es ist so wie bei Wundertausch, dass alle 6 Stunden kannst du wieder. Ich glaube, 6 Stunden später kannst du wieder 10-mal tauschen. Also, und ich glaube, es sind mehr als 10. Bei mir waren es mehr als 10, weil ich habe Pandia auch gemacht und Ninkada. Und bei ein paar war ich mir unsicher, dass sie die Attacken verlernen, deswegen habe ich die auch so getauscht. Hooper zum Beispiel. Dann waren es mehr als 10, deswegen musste ich 6 Stunden warten. Also ich musste 2-mal 6 Stunden warten. War ich hin und zurück. Aber wenn man das wegzählt, war es glaube ich in einer Stunde, habe ich es gemacht. Weil du musst halt da und die Animation dauert relativ lang. Du hast mal eine große Entrümpelung auf Home gemacht. Ich habe auf Home so gut wie nichts außer meinen Origin Decks und Shiny Living Decks. Ansonsten ist auf Home nur Schrott, den ich wieder aussortieren muss. Und nur besondere Pokémon. Und ich lasse die auch frei. Also ich tue die nicht in die Spiele zurück. Mir sind die Pokémon egal einfach. Und selbst wenn, würde ich nicht mir die Arbeit machen, durchzuschauen, welche jetzt aus Paldea sind. Wobei, das kann ich ordnen, aber das ist aber halt nicht wirklich, um sie zu übertragen. Ich habe ziemlich sicher nicht alles parat. Das wäre eine Herausforderung. Es geht, wenn du 2 Handys hast, das ist wirklich sehr einfach. Wenn nicht, brauchst du halt jemanden, der das mit dir tauscht. Aber du musst sie über Home tauschen oder komplett neu halt aus Gen 5 hochtraden. Noch 3. Nee, noch 4. Und jetzt kommt es blöd, weil ich habe echt Hunger und ich muss anfangen zu kochen. Freunde zu haben ist eine Herausforderung. Ich weiß. Glaub mir, ich weiß. Die 1 bei Giratina stört mich. Ich mach sie weg. Da kenne ich nix. Ist nie passiert. Mir fehlen auch insgesamt 30 Mons für Meloetta. Will die gute heute noch? Ah, 30 kriegst du hin, oder? Außer es ist jetzt sowas, was Freundschaftsentwicklung ist, aber selbst das. Nervig wäre sowas wie Tauschentwicklung und du hast niemanden zum Tauschen. Kannst du später mir nochmal das Rezept schicken? Von Butter Chicken? Chefkoch Butter Chicken. Google Chefkoch Butter Chicken. Auf chefkoch.de das meistbewerteste, bestbewerteste Butter Chicken Rezept. Aber es ist doch dein Rezept. Ja, aber es ist auf Chefkoch. Unter einem Alias von mir. So, letztes Regigigas. Drago. Eleki. Steel. Ice. Rock. Wasn't me.
Tschüss. Habt einen schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen hat jeder Shiny Meloetta, sonst gibt's auf die Poppes backen. Außer ihr wollt das, dann macht natürlich nicht weiter, aber cringe. Das schaffe ich nicht, da will einer die Poppes verhaut haben. Die Poppen. Tschüss, tschüss, tschüss.